Ciao ragazzi, ich bin's, euer Luca und ich hoffe, euch geht es gut. Wir haben den Montag und ich meine, der 18. ist es heute, ne? 18. Jo, 18.3., 18. März schon, krass. Ja, heute mit dem Krontalk am Montag, wie gewohnt, mit dem Thema Achtung, Vorsicht beim Kauf einer Rolex und einer Tudor auf dem Gebrauchtmarkt, Kleinanzeigen. Was gibt's noch? Will haben, ne? Glaube ich, in Österreich heißt es, und anderen Plattformen. Worauf muss man da achten und wo sollte man genauer hinschauen? Wir können uns auch gerne Inserate anschauen. Und ganz, ganz wichtig, ich möchte von euch ein paar Live-Geschichten anhören. Also sprich, eure Erfahrungswerte, wie so eine Art Erfahrungsaustausch, dass natürlich die Leute draußen vor dem Bildschirm auch da jetzt noch was mitnehmen können und sagen können, ach, guck mal hier, ich hatte einen ähnlichen Fall oder nein, ich habe gerade akuten Fall, ich suche gerade eine Uhr, das höre ich mir doch mal an. Deswegen lasst uns da uns gegenseitig unterstützen, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wie immer gilt, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch. Ich bin der Luca, der Watch Ragazzi und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mach mit, gerne mit dem Link, hier unten ist ein Link. Über StreamYard kommst du rein, das ist kostenlos, du musst dich nur bei StreamYard anmelden und dann kannst du reingehen und kannst dann quasi im Backstage, digitalen Backstage, auf mich warten, auf meine Freigabe. Das macht dann so einen Klingelton bei mir dann in den Kopfhörern und dann kann ich dich auch reinlassen. Ich glaube, ich kann maximal 10 Leute reinlassen, deswegen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn heute also sehr viele Leute reinkommen. Gerne auch mit einem Unboxing und teilen uns dann heute, ja, ihre Erfahrung. Das so viel dazu, zu dem Thema heute. Und vielleicht kommt Marcello, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir auch einen englischen Stream daraus. Sollten wir auf jeden Fall öfters machen. Die Resonanz letztes Mal war sehr, sehr gut. Viele Leute haben das gefeiert. Und dementsprechend, wir müssen da auch da ein bisschen den internationalen Weg gehen. Da geht nichts dran vorbei. Aber der Charme und das Typische der Watch Ragazzi Streams, das bleibt natürlich erhalten. So viel dazu. Also, das war's von mir, von dem langen Intro. Jetzt kommt nochmal das Musikvideo. Als Intro und dann geht's auch schon los und dann machen wir auch den Wrist-Check und dann hoffe ich, dass ein paar Gäste reinkommen. Also, Mats ab! So, genau, also, was sollte das mit dem Mikro? Das Mikro ist nochmal zusätzlich als Ergänzung und hebt nochmal die Tonqualität. Das ist ein Rode Mikro. Ich kann das natürlich auch hier an so einem Ständer dran machen. Muss aber sagen, dass mir das sehr gut gefällt, wenn ich das ab und zu mal in der Hand halte. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl von so, ja, so Radiomoderation von früher. Beim Radio hängt das ja oben dran oder so an einem Ständer. Aber ich finde das irgendwie, das hat sowas. So ein bisschen so wie in so einer Arena und dann so, Ladies and Gentlemen, jetzt geht's los. Das ist so ein bisschen interaktiv. Ich mag das gerne. Ich habe gerne was in der Hand. So, ja. Nicht, dass ihr schon wieder was Falsches denkt hier. So. Ne? Also, so viel dazu. Jackson war cooler. Jackson ist auch noch da. Ich habe Jackson am Start. Ich muss mal gucken, wo er ist. Ich habe auch noch das Unpacker. Nicht Alpaka, sondern das Unpacker, ne? Weil ich es ja Anna geschenkt habe. Und das müssen wir auch mal wiederholen. Ne? Bei Superchats haben wir immer das Unpacker rausgeholt. Jetzt habe ich ja hier immer die Flimmerkiste hier. Warte mal. Da. Gleich kommt hier das Blitzlicht. Warte. Einen Moment. Jetzt. Also, wenn Superchat kommt, dann gibt es das Blitzlicht. Hyper, hyper. So, also so viel dazu. Mikro nicht kaputt drücken wie der Scholz. Dann kann ich sagen, ich kann es auch direkt vor mir machen, dann brauche ich es auch nicht halten. Also hier, ich habe es direkt vor mir, dann hört man mich auch gut genug. Also so ist es nicht. Na? Also. So viel dazu. Link ist drin, Michael Mergen ist da. Wen haben wir denn noch da? Wir haben den Boss Defender, wir haben Dennis Rick, der ist Mitglied. Wir haben Monas Katzenwelt, ebenfalls Mitglied. Dann haben wir Matze7750, schön, dass du da bist. Dann haben wir Manuel Watchout, Mitglied, Swiss Watch Freak. Dann haben wir RC Don, wir haben Jack Bauer, wir haben nochmal Jack Bauer, wir haben Neo, wir haben Michael Abke und DAXFahrer74. Thomas Müller, Michael Mergen, der Fu, die Janine ist wieder da, Mr. T ist da, hallo Uhrenfreaks, heute am Start mit der neuen Perpetual 1908, schwarzes Blatt von Rolex in Rom. Sehr, sehr geil.
Top, Mr. T, du bist uns noch ein Unboxing schuldig. Ja? Sehr, sehr toll. Lomona, das habe ich ja gesagt. Geiler Tatort gestern Abend und heute Watch Ragazzi. Na, guck mal, das ist doch schön. Bei uns gibt es aber keine 16-jährige Wasserleiche, zum Glück. Ne? Also, dazu. Wo ist der Peter? Guten Abend. Tick-Tack. Sven müsste auch bald wieder da sein. Sven ist, glaube ich, noch im Urlaub oder kommt jetzt wieder zurück bald. Deswegen ist er nicht am Start. Luca will halt mal einen Ständer in der Hand haben. So, Adrian, du hast es richtig erkannt. Auch ich will mal gerne einen Ständer in der Hand haben. Und auch ich kann mit meiner Glatze eine Glückssträhne haben. Das wissen auch viele nicht. Na? So, was haben wir denn noch? Niklas Zimmermann ist da, sehr schön. Monaco Harry, ja, Grüße, schön, dass ihr alle da seid. Ich mach's vorneweg, also, mein Wristcheck ist heute ein kleines Unboxing, denn ich habe vom Safe mal wieder nach langer Zeit eine schöne Vintage Rolex rausgeholt, nämlich meine 5512 Plexiglas Submariner oder Submariner No Date. Ich sag's schon mal gleich, No Date sagt man eigentlich nicht. Man sagt nur Submariner, weil die Submariner Date ist dann die mit dem Datum. Die normale Submariner ist immer ohne Datum. Ah, hier sieht man es nochmal. Einfach auch schön. Guck mal hier die Kurven. Versuch mal ein bisschen ran zu zoomen. Na? Dreh mal ein bisschen zurück. Und jetzt sieht man es, glaube ich, gut, ne? Hier sieht man so ein bisschen, siehst du? Schön die Kanten. So müssen sie aussehen. Da sieht man es noch schön. Schön die Hörner. Noch schön im Saft. Originalcase, kein Tauschcase. Und das Blatt ist echt auch sehr, sehr schön, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist einfach eine tolle Uhr. Super schlicht, aber ich mag die 5512. Schön mit dem Maxi-Dial auch so. Die weißen Plots. Mattes Blatt. Ich finde das für mich einer der schönsten Subs. Ja, so viel dazu. Achso, Satibi-Band. Genau. Oh, jetzt bin ich aber nah. So, jetzt ist er wieder fokussiert. Genau, also, so viel dazu. Mach mal ein bisschen das Licht runter. Ist ein bisschen zu viel Licht, glaube ich. Packt ein bisschen die Kamera dann. So, also erstmal ein Glas auf euch. Auf einen schönen Abend. So, und dann wollen wir mal gucken. Die Mitgliedübersicht brauche ich hier keine englischsprachigen Streams aus. Mitgliedersicht brauche ich keine englischsprachigen Streams. Die Auswahl international ist groß genug. Aus Gründen der Kommerzialisierung kann ich das jedoch verstehen. Ja, es geht noch nicht mal um die kommerzielle Geschichte, sondern ich weiß noch nicht mal, ob ich wirklich extrem dadurch noch wachsen würde. Kann sein, kann nicht sein. Ich kann es jetzt noch nicht so gut abschätzen. Aber was ist es halt, dieses Together, dieses Crossover-Ding? Weißt du, das so ein bisschen mehr... Du, ich bin kein Freund der ganz großen Globalisierung, aber auf der anderen Seite sind wir alle irgendwo eine Menschheitsfamilie und wir alle sollten nicht uns bekämpfen, sondern eher miteinander statt gegeneinander, dabei aber unsere eigenen Wurzeln nicht verlieren und auch unsere Geschichte sozusagen und auch unser Anspruch, den wir haben. Wir müssen keine anderen Leute adaptieren oder das Gleiche machen, sondern einfach, es geht darum, vielleicht einfach Brücken bauen statt nur so für sich zu sein. Und ich finde, da ist, glaube ich, diese Chance, englische Streams zu machen, ganz gut. Und für mich ist es auch immer schön, weil so durch Crossover, ja, mein Gott, dann kommst du auch ins Englische wieder gut rein. Ich brauche das ab und zu auch im Beruflichen. Und ich finde es auch schön, mal in einer Fremdsprache mit anderen Leuten, interessanten Leuten zu diskutieren. Also deswegen, ich bin da immer sehr vom Mindset, open mind sozusagen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, warum ich das gut finden würde, wenn wir das generell als Community zusammentragen und das auch begrüßen. Und noch einmal, wenn einer sagt, hey, ich höre mir den englischen Stream heute nicht an, weil ich höre nicht gerne englischsprachiges Stream, das ist auch okay. Dann, Mensch, dann schaltet ihr das nächste Mal wieder ein. Ich bitte einfach nur darum, vielleicht einfach sich so ein bisschen selbst auch dem Ganzen zu öffnen oder vielleicht auch mich zu unterstützen und dann einfach hier reinzukommen und mitzureden.
Ne, also mein Gott, und es geht nicht darum, dass man perfekt Englisch kann. Noch einmal, das nimmt ja auch keiner krumm, die verstehen das doch alle, die sind auch alle nett und da hilft man sich, wo man kann. Und der Marcello, der hat ja letztens einen Laberflash gehabt, deswegen habe ich ihn auch ausreden lassen, war ja auch das erste Mal und wollte ihn jetzt auch nicht so unterbrechen. Das fand dann auch der ein oder andere anstrengend letztes Mal, aber da sage ich auch immer, Mensch Leute, seid doch froh, dass es so viel Abwechslung gibt. Jeder Stream ist anders, jedes Mal kommt was Neues, jedes Mal ist mal was, es ist nie immer der gleiche, der Müll, der runtergereiert wird, ne, sondern geleiert, gereiert ist doch runtergereiert, wortwörtlich, runtergeleiert wird, sondern es ist tatsächlich immer wieder mal was Neues. Und das geht aber auch nur durch diese Flexibilität, durch dieses dynamische Wachsen. Und das muss man auch wollen. Also wenn man das nicht möchte und man sagt, das ist alles anstrengend oder will nicht oder der nicht oder ja. Noch einmal, mit was für einem Anspruch geht man selber daran, an sich selbst? Was erwartet man aber auch von dem anderen? Und was ist man aber selber bereit für guten Content oder auch gutes Entertainment selber zu bieten? Und da kann ich nur jeden selbst mal in Achtsamkeit bitten, sich zu üben und sich selber mal runter auf sich runterzuschauen. Was hat er denn selber mal für sich geleistet oder für diesen Kanal, um das gutes Entertainment aus seiner Sicht kommt? Das ist auch immer so bei Leuten, wo ich immer sage, Kritikpunkt. Ja, Kritik ist gut. Ja, auch mal negative Kritik kann auch mal gut sein und es ist auch wichtig. Aber es kommt drauf an, wie sagst du es und wann sagst du es. Und noch einmal, wenn einer da immer nur meckert, aber selber noch nie einen Beitrag hier geleistet hat, noch nie eine Uhr geunboxt hat, kaum was geschrieben hat im Chat, außer nur immer negativ, ja, solche Leute sind mir da besonders lieb. Den halte ich dann auch einen Spiegel vor Augen und sag hier vors Gesicht, pass auf, so geht's nicht. Ja, dann mach doch mal mit, hab doch mal die Eier, komm mal hier rein und dann sag das auch mal so, weißt du, wie ich meine. So, aber auch da wieder. Es ist meine Sicht. Ich zwinge, wisst ihr, niemals meine Sicht euch auf, sondern ich bin dafür, für einen offenen Content, für einen Freigeist, fürs freies Denken. Und ich glaube, in der heutigen Zeit sind wir verpflichtet, gerade wenn wir Demokratie leben wollen, wirklich leben wollen, dass wir mehr miteinander auf uns zugehen und auch mal Meinungen akzeptieren, die wir vielleicht auch nicht gut finden, die unbequem sind, aber uns nicht gleich hassen oder an die Gurgel gehen, sondern danach auch wieder lieb haben. Noch einmal, wir sind alle unterschiedlich, wir sehen alle unterschiedlich aus, aber am Ende haben wir alle ein Herz, was hoffentlich am richtigen Fleck ist. Wir haben alle irgendwie unsere Troubles, unsere Probleme im Alltag und die gilt es zu lösen. Und ich glaube, wir schaffen nicht, die Probleme im 21. Jahrhundert zu lösen, indem wir uns gegenseitig bombardieren, umbringen, abschlachten, zerhacken, zerstückeln und was weiß ich. Ich glaube, wir kommen nur weiter als Menschheit, wenn wir zueinander gehen, aufeinander zugehen und achtsamer sind. So viel dazu. Das ist meine Sicht der Dinge. Und ja, jetzt habe ich auch genug geredet, glaube ich. Aber ich... Strack-Zimmermann sagt immer, diese Panzer bringen Frieden. Das finde ich immer cool. Da denke ich immer, ja, die Panzer, die schießen dann natürlich auch Konfetti raus und Pralinen. Ja, wage ich mal zu bezweifeln. Das ist sehr bedenklich, das Ganze, wie manche Politiker da rangehen. Aber das ist meine Meinung, hat hier jetzt gerade nichts mit dem Thema zu tun. Erster Superchat von Neo, Luca for President. 6 Euro, vielen lieben Dank. Ey, noch einmal, niemand ist perfekt, auch ich mache Fehler, alles gut. Wichtig ist, dass man sich die auch mal eingestehen kann und daran arbeitet. Das will ich einfach nur damit geben. Ne? So, und das ist das Wichtigste. Nochmal, Mensch, erstmal müssen wir jetzt hier die Farbe ändern, warte mal. Ja, also Neo, 6 Euro, Superchat. Dann haben wir den Watchtom, 6 Euro. Luca, du machst das toll, give it a try, Superchat. Thank you very much von Watchtom, der Superchat. Das freut mich sehr. Liebe Grüße geht zurück an euch beiden. Sehr, sehr nett. So, ab ins Geschehen. So, was habt ihr denn momentan so, wo ihr sagt, ah, mir ist da was aufgefallen bei Rolex. Habt ihr ein paar Links von Kleinanzeigen, die ich mit euch durchgehen kann? Dann macht das doch. Schickt mir doch jetzt mal einen Link hier rein. Versucht mir mal einen Link reinzuschicken. Oder kommt gerne als Gast rein. Ihr müsst auch nicht mit der Kamera reinkommen. Es reicht auch, wenn ihr nur mit dem Ton reinkommt sozusagen. Ich tue nochmal den Link rein in den Chat. Da ist er. Das ist er. So, dann haben wir Helms. Neues Mitglied, das freut mich aber. Guck mal, da habe ich eine schöne Ansprache gemacht. Da kommt schon der Nächste, der Mitglied ist. Freut mich sehr, Helms, das freut mich sehr. Danke dir, danke für dein Vertrauen, für die Unterstützung in der Mitgliedschaft. 5 Euro im Monat. Du kannst jetzt natürlich auch ganz, ganz wichtig bei einer Schulung mitmachen, bei einem Watch Talk bei mir in der
In der Schulung kannst du viel lernen. Und das, wie gesagt, das erste Mal 20% auf die Schulung für die Mitglieder, gilt für alle Mitglieder. Nutzt es aus, sage ich da immer nur. Macht Termine und dann kriegen wir da sicherlich auch was Schönes hin. Michael Mergen, 2 Euro Superchat. Auch dir vielen lieben Dank. Luca for President, das wär's. Dankeschön. Danke, danke, danke. Apropos, ich hätte Bock jetzt mal auf ein anderes Format. Dazu komme ich dann nochmal auf euch zu. Da habe ich was Schönes vor. Und demnächst gibt es auch wieder ein Atelier-Talk mit Varela. Da freue ich mich auch sehr. Aus dem Studio, jetzt in einer bombastischen Kulisse, mit einer bombastischen Qualität. Also seid gespannt. Letztes Mal war ja das so traurig mit der Kamera, wo sie uns verlassen hat. Und ich weiß nicht, ob die meisten das mitgekriegt haben. Ganz zum Schluss, am Ende von dem Livestream, ging es dann wieder, nachdem wir im Afterstream waren, dann gingen beide Kameras wieder. Boah, wir haben uns so verarscht gefühlt, aber wir haben herausgefunden, der Fehler lag tatsächlich an dem an der Speicherkarte, an der Grafikkarte des Laptops. Die hat das nicht geschafft, zwei HD-Kameras zu unterstützen. Also die war überfordert damit, während eines Streams, in einem Livestream zu übertragen. Ne? Und dann hatte ihm noch so ein HD-Adapter gefehlt für die Kamera, für die Sony-Kamera. Und das war unter anderem auch noch der Grund. Also ihr seht, Livestreaming ist nicht einfach. Sei es jetzt hier wie im Studio, welche Kamera nehme ich, welches Licht, welche Internetverbindung habe ich. Und dann geht es noch weiter, wenn du das in Studioqualität mit Gästen haben willst, mit Mikro, mit einer Couch. Wie willst du die Kameras anordnen? Wie muss der Raum sein? Ist der Schall geschützt? Und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was man sich dafür Gedanken machen muss. Deswegen auch das immer in die Bewertung einfließen lassen, wenn ihr irgendwelche Streams schaut. Nicht nur meinen, sondern auch alle anderen Streams, die ihr schaut oder auch andere Bereiche, nicht nur Uhren. Denkt da immer dran. Die Leute setzen sich dahin und machen das. Ja, der eine lebt auch davon, der andere macht es vielleicht hobbymäßig, der andere will irgendwann davon leben. Aber denkt da immer dran, die machen das für euch und nicht nur für sich, sondern auch für euch, für die Community. Und das ist nicht mal eben so gemacht. Ey, da hängt schon viel Arbeit dahinter, ne? Ivan G., 5 Schweizer Franken, da bin ich deiner Meinung, gut gebrüllt, Tiger. Vielen lieben Dank, das freut mich, Ivan, das ist lieb von dir. Auch dir schenke ich das Blitzlicht, Flackerlicht. Und 5 Mitgliedschaften von Michael Mergen an euch. Bedankt euch an Michael. Pop, mega geil, top. Sehr gut, absoluter Ehrenmann. Sehr schön, sehr, sehr großzügig. Apropos, wir sind fast 300 Leute und der erste Gast ist drin, Peter, nach 18 Minuten. Heute hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich freue mich auf die Geschichte, die uns Peter sagen möchte, erzählen möchte. Hallo Peter. Hallo Luca, hier ist der Peter Venezianico, ich begrüße dich ganz herzlich. Hey, freue ich mich, dass du da bist. Hey. Ja, sicher. Du, hör Peter, mal, ganz kurz, WB hat einen super Aufkleber gespendet, 3,49 als Sticker. Sehr, sehr cool. Auch ja, dir, Licht, mein lieber WB. Lichteffekte, yes, Disco in deinem Wohnzimmer, yes. I'm blue, I'm the bling, 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 bling. Ja, pass auf, Luca, ich hab ja einen Auftrag, ja, vielleicht für dich und vielleicht für die Community. Vielleicht können wir da irgendwie so ein bisschen alle Rätsel raten und mal so die Machen Köpfe wir zusammenschmeißen. Ich habe Bock auf die erste Datejust. Irgendwie so 36 mm, am besten Jubileband und geriffelte Lünette, wie man das so kennt. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht die riesigen Handgelenke, eher so, was weiß ich, irgendwie 17,5 Umfang. Und dann würde ich gerne, ich sag mal so, in das Thema einsteigen. Wäre natürlich super, wenn es das neu gäbe, aber ja, gibt's halt nicht, wenn du nicht selber Conti bist oder so. Ne? Du kennst das Spiel ja. Das heißt, vielleicht irgendwie so ein Projekt, ja, vielleicht irgendwas, was durch eine Revision geht, wo man vielleicht auch ein bisschen noch was rein investieren würde. Was wäre denn so dein Tipp? Ne? Gut, jetzt, ne? Also wenn ich jetzt mal so überlege, natürlich von irgendeinem seriösen Händler, also keine Frankenuhr oder so, ne? Ja, was wäre denn so dein und euer Tipp so für den Anfang? Also erstmal coole Geschichte, cooles Thema, könnten wir uns echt nochmal zu Gemüte führen. Erstmal möchte ich begrüßen den Dennis. Der Dennis ist auch am Start. Hi. Dennis, grüß dich. Ne? Kann man mich hören?
Man hört dich gut. Sehr gut. Also, wir haben Peter und Dennis heute zu Gast. Ich muss mal einmal von euch hier, warte mal ganz kurz, bevor wir gleich ins Thema gehen, möchte ich einmal kurz hier den Moment aufnehmen. Das ist sehr, sehr schön heute mit euch und macht mir sehr viel Spaß. Und hier wieder ein paar Superchats und sehr, sehr viele Leute, die aktiv im Chat sind. Also Grüße an alle. Schön, dass ihr so fleißig schreibt. Finde ich sehr, sehr cool. Danke euch. Ja, also, ganz kurz, Yankee Sierra 119, Superaufkleber. Auch dir schenke ich natürlich hier ein bisschen Disco-Licht. Und auch Stefan Kirkscotten mit gute Meinung, Luca. Good Opinion, Luca. Danke dir, Stefan. Das freut mich sehr. Wie gesagt, ich denke, ich habe auch eine schöne Schulung mal vorbereitet oder einen Vortrag, besser gesagt. Es ist keine Schulung in dem Sinne, die ich sonst anbiete, sondern es ist ein Vortrag zum Thema, wie Werbung, auch vor allem Uhrenwerbung in den letzten Jahrzehnten uns positiv sowie auch negativ manipulieren kann. Und welche Brücken es dies auch gab in anderen Bereichen, sprich was Politik angeht, Medien, Musik, Film und so weiter. Und da arbeite ich gerade dran an so einem Vortrag, der sehr interessant ist und das wird vielen, glaube ich, die Augen öffnen. Die werden das mit ganz anderen Augen sehen, was da so alles gelaufen ist oder was man vielleicht unterbewusst mal aufgenommen hat, wo man heute denkt, boah, krass, das habe ich gedacht oder das habe ich geglaubt. Also deswegen, ganz interessant, aber gibt mir da noch mal ein bisschen Zeit dazu, weil das ist nicht so einfach, so einen Vortrag zusammenzustellen. Ne? So, also, ja, ja. Wir haben noch einen Gast. Wir haben Harry, Liebling. Guten Abend, mein Lieben. So, also, dann können wir doch jetzt einen Wrist-Check machen. Also, ich habe ja schon meinen gemacht. Ich habe ja hier, zap. Dann haben wir die, oh, schön, Pilot Chrono. Entschuldige, Moment, wir haben Montag, oder? Ja. Ich gucke ja wieder. Ja, warte mal, Dennis hat gar nichts. Doch, das ist die Rolex Ghost. Das ist die mit dem Ghost. Ach so, ja, okay. Dann auch mit Ghost Bezel, auch, ja. Mit ja, Ghost genau. Bezel. Peter das Auge. Ghost. Ja, klar, sicher. Da sieh mal einer an, Ghost Bezel, da kennt sich aber einer aus hier, ne? Ne? Ja, er schreibt schon gerade, Rolex-Freund, Werbung aus der Vergangenheit ist super. Ja, gerade hier, wo wir gesehen haben, IWC. Meilensteine, was Werbung angeht. Ich vermisse alte IWC-Werbung. Aber wie gesagt, dazu dann mal gerne ein anderes Mal. Kommen wir nochmal zu Peter. Also Peter, wie soll ich das verstehen? Sollen wir jetzt akut, jetzt gerade mit dir gucken nach gewissen, du sagst ja Dayjust, deine erste genau, Dayjust. Genau, richtig, genau. Wie wäre es denn, wenn wir mal uns ein paar Grauhändler raussuchen? Wäre ja jetzt mein Vorschlag. Seriöse Händler, ja, die mich nicht über den Tisch ziehen und einfach... Oh, Skydweller. Ja, nachgerecht, wow. Entschuldigung. Ja. Okay, und also gesagt, quasi ein paar Grauhändler und vielleicht mal bei genau Privaten gucken, Kleinanzeigen. Ja. Da wäre jetzt so mein Vorschlag, was für eine Dayjust hast du dir denn gedacht? Weil ein bisschen eingrenzen müssen wir das. Ja, ja. Ich würde gerne halt recht, ja, ich sag mal, relativ günstig einsteigen wollen. Also ich will jetzt nicht irgendwie 10 Mille auf den Tisch legen, irgendwie so Preisbereich um die 5.000 Euro, wo man, ich sag mal, noch ein bisschen was investieren könnte mit einer Revision, die jetzt auch nicht irgendwie gleich nochmal 7.000 Euro irgendwie verschlingt. Irgendwas Faires, ich sag mal so ein faires, gutes Gesamtpaket für den Einsteiger. Ich meine, viele, die jetzt zugucken, sind ja vielleicht auch noch Einsteiger, sind vielleicht auch so in einer ähnlichen Situation wie ich. Wollen sich nicht über den Tisch ziehen lassen, wollen jetzt aber auch nicht irgendwie, keine Ahnung, 12.000 Euro ausgeben. Irgendwie was Faires, ein gutes, gebrauchtes Paket irgendwie. Okay, da fällt mir schon, einer meiner Grauhändler, mit denen ich schon selber also oft in Berührung war. Also ich kenne ja mehrere, die ich empfehlen kann. Aber wenn du sagst, nicht mehr als 5.000, nee, so um die 5.000. Um die also 5.000. Kann ja auch ein bisschen mehr, genau. Also ich darf sie, mal, darf ich sie bei mir, ja? Ja. Nee, sag mal, Entschuldigung, ja. Okay. Okay. Ne, also ich habe bei mir so ein Pfandler, ne, also so ein Pfandleier um die Ecke und der hat eine 16014 für 5,2 im Schaufenster. Die sieht aber tatsächlich nicht mehr so ganz toll aus. Also die müsste man auf jeden Fall durch eine Revision schicken. Ne? So, ne? Also die ist mit Box Papiere, wobei ich denke für eine 16014 ist das vielleicht auch ein bisschen zu hoch, weil die ist irgendwie aus den 70ern und so. Ne? Und wenn man sich mal zum Beispiel jetzt irgendwie so Bucherer CPO anguckt,
da kann man ja gleich schon grau neu kaufen. Also das ist ja maximale Rasur irgendwie, ne? Und also Bucherer ja. CPO, auch da ändert sich jetzt auch einiges, was preislich angeht. Aber ich muss sagen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist halt, wenn du wirklich sagst, ich will die Uhr von Rolex original nochmal kontrolliert haben. Ich will die neuen Papiere dazu. Ich will alles bestätigt haben. Ich will einfach auf hundertprozentig nur mal sicher gehen. Und wenn dir das dann wert ist, nochmal, ich sag jetzt mal 1000, 2000 Euro drauf zu zahlen, dann ist das der richtige Weg. Ansonsten sage ich immer, wenn du sagst nur Best Price, aber trotzdem eine vernünftige Uhr, dann wirst du nicht darüber gehen, sondern dann wirst du zum Beispiel über Gold Luxury gehen. Ist jetzt mal ein Grauhändler, den ich nehmen kann. Warum? Weil ich mit denen viel zusammenarbeite. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich selber schon da Uhren auch verkauft habe. Also dass die eine Uhr angekauft haben von mir. Auch das hat alles immer ordentlich geklappt, super geklappt. Viele von euch aus der Community kennen die Jungs auch schon und haben super vermittelt. Und die haben halt hin und wieder auch mal Dayjust-Modelle. So, Vintage Dayjust oder Neo Vintage. Deswegen gucke ich da immer gerne mal rein, weil da weiß ich, die achten extrem auf Qualität. Also ich stehe auch mit den Jungs im Austausch. Die fragen auch zum Beispiel mich mal, wenn die sagen, hey Luca, kannst du dir die mal angucken? Wie findest du die Uhr? Ist die vom Zustand gut? Oder sagst du, ist nicht so deins? Guck mal, die Uhr zum Beispiel. Kenne ich persönlich ganz gut, weil die Uhr genauso hat meine Freundin, die Anna. Nur, die hat die mit der Stahllünette. Also es gab ja die noch mit geriffelter Stahllünette, noch bis Anfang der 2000er Jahre, baut man ja heute nicht mehr. Das ist aber die hier mit der Weißgoldlünette. Ist jetzt aber die Frage, willst du römisches Blatt? Möchtest du das? Möchtest du lieber Strichindizes? Magst du Jubilee? Das wäre mir tatsächlich egal, also wenn ich ehrlich bin, weil ich mal, ja. Also was bei der besonders ist, kann ich dir sagen, ist das Blatt. Das Blatt ist ja so ein schönes Silbergrau und die Totalisatoren, sag ich schon, die Zeiger sind komplett aus massiv Weißgold. Ja, auch der Sekundenzeiger, ohne Leuchtmasse, also die Uhr leuchtet nicht. Jetzt kann man sich drüber streiten, naja, Alltagstauglichkeit muss leuchten, aber. Nee, ach, das ist egal. Es ist ja auch ein Kompromiss. Eine Dayjust ist ja eine schicke Alltagsuhr. Die ist ja 100 Meter wasserdicht auch, eine Vintage. Hier siehst du, die Hörner sind toll. Die hat den richtigen Schliff, nämlich den groben Schliff. Okay. Wenn die Uhr zum Beispiel neu revidiert wird bei Rolex, dann kriegt die meistens schon den neuen, leichteren Schliff von der Körnung drauf. Das sieht halt Rolex so vor. Manche Leute, die bei Rolex arbeiten in der Politurabteilung, vor allem die älteren Hasen, sage ich mal, die machen es teilweise noch so bei fünfstelligen Referenzen, wenn die sehen, die kommen rein, auch so GMT Masters, Sub, die machen sich die Mühe und machen an der Lapidiermaschine das noch selber und schleifen das dann so ab mit der gröberen Körnung. So, machen aber die meisten nicht mehr, weil wie gesagt, die gehen einfach stumpf nach Vorgabe und polieren dann einfach nach dem neuesten Standard. Was ich auch schon gesehen habe, ganz, ganz schlimm, bei einer Day-Date, darf eigentlich gar nicht passieren, dass dann bei den Vintage-Day-Dates hier die Hörner komplett poliert wurden. Wie bei den neuen Day-Dates. Also, das ist natürlich ein absolutes No-Go. Deswegen da wieder, passt zum Thema, Achtung, genau bei sowas muss man jetzt achten. Und da greift dann auch zum Beispiel so eine Schulung von mir ein, indem ich dann sage, hier achte erstmal auf die Hörner, achte mal auf die Bandanstöße, wie sieht der Schliff aus? Sind die Hörner gleich groß? Sind hier ein paar Macken? Okay, so what? Die Uhr wurde getragen. Lieber so ein paar Macken in Kauf nehmen. Dafür ist aber das Gehäuse noch möglichst untouched. Oder wenn poliert, dann gut poliert. Ordentlich. Ne? So, wie gesagt, das Blatt. Und die ist jetzt bei 5,7. Ne? Die ist jetzt bei 5,7. Hat, wie gesagt, dieses römische Blatt. Und jetzt müssen wir mal gucken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Im Band kann man das irgendwo noch erkennen, ob das Band noch einigermaßen okay ist. So. Ja, kann ich dir sagen. Ja. Schließe ist top. Wurde aber schon mal poliert, ist aber okay. Naja, sieht man auch. Also sehe ich als Laie auch schon. Ja, ja, aber ist nicht schlimm, ist noch gut poliert. Wurde nicht überpoliert und das Band ist ganz normal vom Stretch. Aber das Blatt ist halt sehr schön. Das hat einen schönen silbernen Look. Und du siehst hier in der Mitte, ist es aufgefüllt mit schwarzer Farbe noch, die römischen Zahlen. Siehst du? Das ist so wie schwarze Lumen. Da. Ja. Es ist auch nochmal so ein cooles Gimmick. Ne? Also wie gesagt, das Blatt ist schön, wurde nicht so häufig gebaut, ist jetzt nicht ultra selten, aber ist auf jeden Fall nicht so häufig verbaut worden damals. Und macht einen guten Eindruck. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier vollständige Lieferumfang, Holzbox,
neutrale Box. Also die Uhr hat nur ein Echtheitszertifikat, also die Uhr hat keine Box, keine Papiere. Ja, gut, die neutrale Box von Gold Luxury schon fast besser ist als die echte Rolex-Box. Muss man auch wiederum sagen. Ja, aber da kann man auch noch runter. Da wäre noch, also, wär noch die alte dabei. Die wäre wiederum die hätte Charme. Okay, also da könnte man. Ja, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst die Uhr haben, kann ich auch mit den Jungs reden. Und also ich sag jetzt mal, ohne jetzt hier ne, wertfreie Werbung, du musst jetzt nichts bei denen kaufen. Nur ich sag, wenn da was ist, da kann man auch mal mit denen reden. Das ist jetzt nicht so, ne, die lassen zumindest mit sich reden. Dann, okay. Ja, je nachdem. Also wenn die, genau, ja, also wenn die dann so 3-5 machen oder so, dann mache ich das direkt morgen so. Nein. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du überlegst, eine Dayjust zu holen, ich will jetzt ja nichts was anderes reinbringen, aber dann kann man sich auch überlegen, eine Tudor Sub zu holen, 36, nee. Mit Papiere original. Ja, ich weiß. Ja, nee. Selten. Ja, ich mein, ja, ich weiß, klar, aber ich meine Tudor, also, ne, also ich hab nichts gegen Tudor, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das ist halt immer so, ja, irgendwie so bewusst so die zweite Reihe irgendwie, ne, also es gibt halt ganz, ganz viele Tudor, die halt eben an alte Rolex-Modelle angelehnt sind, wie die, also zum Beispiel die ganz blaue Black Bay 58 ist eigentlich die Smurf, ne, oder zum Beispiel die 925 ist irgendwie auch so eine alte Sub, die, auch mal so ein Taubblatt hatte und solche Dinge. Also irgendwie sind die immer so eine Art zweite Reihe. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie kann ich mich mit diesem Spagat nicht anfreunden, wenn ich ehrlich bin. Alles gut. Musst du ja auch nicht. Alles gut. Ich wollte es nur mal reinbringen, weil die halt selten ist und könnte schon echt interessant auch mal sein für einen Sammler, weil in dem Zustand, wie die ist, die ist schon sehr, sehr gut. Ne? Ja, und die hat nicht jeder, ne? Genau. Ja. Richtig. Ja, aber gut. Luca, ich habe noch die Frage mit dem, wo wir das Bild gerade sehen. Bei der Dayjust war es ja auch so ähnlich. Die hat ja jetzt auch noch diesen radialen Schliff auf den Hörnern, der relativ grobkörnig ist. Aber der Schliff auf dem Band, der kommt mir zumindest für mein Auge etwas feiner vor. Ist das einfach nur wegen der Richtung oder ist es wirklich bewusst, dass die Bänder etwas feiner geschliffen sind oder satiniert sind, besser gesagt? Bei der jetzt hier? Ja, zum Beispiel. Oder bin nur ich das? Nee, das kommt dir nur so vor, das ist nicht feiner geschliffen. Das ist der grobe Schliff hier. Okay, ja, gerade auf dem Bild vorher. Das sah nur so aus wegen dem Licht einfach, aber du siehst hier, der ist so grob. Und seht ihr das, dass der immer so leicht schräg ist? Ja. Der ist so leicht versetzt, aber nur so leicht, aber immer nach, also der hat so einen Linksdrill. Also wenn man drauf guckt, von uns aus jetzt gesehen, einen leichten Linksdrill. Ja, guck mal, 1990er, perfekte Jahrgangsuhr, ne? So, ein 90er Jahrgang einer. Ist eine schöne Uhr. Aber wie gesagt, wir gucken nach Dayjust. Er will ja lieber Dayjust, dann bleiben wir auch dabei und dann gucken wir auch nach einer Dayjust. So soll es auch sein. Zum Beispiel, guck mal, was er hat hier. Eine F. Pigeon. Elegant. Krass. Haben die sich auch mal hier, ne, zugelegt. Da gucken wir mal. Welcher Jahrgang bist du, Peter, wenn man fragen darf? Vielleicht wäre das ja wirklich noch was für dich. Nee, ich bin 86er Baujahr. Ich bin kurz vor dem Atomreaktor-Zwischenfall zur Welt gekommen irgendwie. Aber das hat von Tschernobyl hinterlassen. Ja, ja. Aber das hat keine Spuren hinterlassen, muss ich immer dazu sagen. Okay. Ja, bei manchen hat es ja Spuren hinterlassen. Nein, alles gut. Okay. Wir wollen hier, das ist zum Beispiel die Referenz, die die Anna hat. Genau die, das ist die geriffelte Lünette, wie man hier sieht, Stahllünette. Und jetzt hier am Oyster. Und da hast du jetzt den Vergleich, das ist ein silbernes Blatt mit Strichindizes, statt römisch. Ist ein bisschen puristischer, ein bisschen schlichter. Hier fällt sofort auf an der Krone. Okay. Das ist, was fällt auf? Was fällt da auf? Irgendwie Kratzer sehe ich hier. Ja, auch. Was noch? Eher gesagt, guter Zustand eigentlich, weil die noch sehr haben ist. Ja, haben. Also ich würde die Uhr, also die Schließe als fast unpoliert einschätzen. Würde ich gerade sagen, okay. Die sind doch huge, ne? Das ist sehr, sehr scharf noch. Sehr, sehr gut geprägt. Seht ihr das? Okay. Auch hier, diese Auswölbung. Ja. Sehr, sehr schön. Also hier sieht man es gut. Und auch da wieder. Was macht das jetzt für einen Eindruck? Dieser Händler nimmt sich die Zeit, gibt sich die Mühe, der macht sehr krasse Detailaufnahmen. Teilweise schon Gold zu krass, wie ich finde. Also, also die machen wirklich die Hose runter. Und auch da wieder, das ist jetzt hier keine Hashtag-Werbung, sondern das würde ich auch sagen, wenn es ein anderer macht. Sage ich auch gleich bei anderen. Gibt auch andere die sehr, sehr gute Fotos machen. Zum Beispiel Bucherer hat anfangs, ne, pre-owned, ganz, ganz schlimme Fotos gehabt.
mittlerweile sind die deutlich besser geworden. Aber ich will nur damit sagen, das haben wir damals auch als Kritikpunkt mal durchgegeben, weil das muss schon sein. Ne? Also es müssen auch nicht High-End-Super-Porno-Picks sein. Ne? Das muss auch nicht sein. Aber ich sag mal, das ist schon Endstufe. Das macht nicht jeder Grauhändler. Und das ist dann immer so ein Zeichen für, okay, der spielt mit offenen Karten. Aus meiner Sicht so empfinde ich das. Ja. Und der schämt sich nicht für seine Uhren und der zeigt auch offen, wenn da Kratzer sind, damit nämlich von vornherein keine Diskussionsgrundlage herrscht. Ja, mit ist ja gebraucht, aber sind ja Macken. Ja, ach. Ne? Natürlich sind da Kratzer auch drauf, wenn sie getragen ist. Aber noch einmal, das ist eine gute Schließe. So sieht die gut aus. Und jetzt schauen wir mal hier den Schliff an. Sieht man auch sehr, sehr gut. Auch ganz wichtig, hier die Kratzer mal zu beobachten auf der Lünette, weil die muss ich euch ja nicht erzählen. Bei Stahl lässt sich gut bearbeiten. Weißgold eigentlich noch besser. Aber das Problem ist, die Weißgold-Lünetten sind natürlich teuer. Wenn die einmal eine richtige Macke haben, dann wird es schwierig. Ich kenne zwar jemanden mittlerweile, der hat jetzt eine neue Maschine. Der kann diese Weißgold-Lünetten wieder herrichten und schneiden. Ihr habt richtig gehört. Es wird geschnitten. Also das ist wirklich ins Gold reingeschnitten wird sozusagen mit Kraft, dass wirklich diese scharfen Kanten, diese Zacken wieder reinkommen, sodass du nicht unbedingt gezwungen bist, nochmal eine neue Weißgold-Lünette zu kaufen für 1.800 Euro oder was die kostet bei Rolex. Werbung, wer ist das? Kann man sagen, Varela, Daniel Varela. Geht ja. Varela Atelier, der hat das jetzt investiert, ne? Also da seht ihr, auch da gibt es Bewegungen auf dem Markt, wo früher keine Lasermöglichkeiten herrscht oder möglich war, gibt es das jetzt. Also man kann Uhren nicht, muss man nicht gleich abschreiben, nur weil sie schlecht sind. Also für mich ist das zum Beispiel immer cool, weil ich gucke ja gerne auf Messen. Ich traue mich auch auf Messe mal so eine Uhr ohne Box und Papiere bei irgendeinem italienischen Händler zu kaufen. Ich traue mich das. Das heißt nicht, dass ihr das machen müsst. Aber ne, ich sag nur, da kann man auch mal eine Uhr, die vom Zustand so lala ist, aber vielleicht das Blatt selten ist und gut ist. Dann kann man sich auch so eine Uhr herrichten mit ein bisschen Aufwand, ein bisschen Geld und hat nachher aber echt eine Top-Uhr. Vorausgesetzt, es wird gut gearbeitet an dem Gehäuse. Aber hier, in dem Falle jetzt im Einstieg für Peter, das wäre jetzt zum Beispiel eine Uhr, die sehe ich jetzt auch preislich natürlich sehr gut, weil die ist ja hier bei 449. Mhm. Und das ja, ist schon wieder preislich. Ja, da kann man ja locker irgendwie noch 1,15 nochmal irgendwie investieren, so. Für alle Fälle und dann hat man ja immer noch eine echt gute Uhr. Ich glaube, ne? Dass du in die Uhr keine 1,5 investieren musst. Da brauchst du gar nichts mehr investieren. Okay, ja, gut, ja, okay. Guck mal hier, guck doch mal den Stretch. Gar nichts. Das ist komplett normal. Also das ist absolut. Ja, guck mal, wie schön. Ja, auch da wieder, ist ja ein Herrenarm, ne? Das ist, was wird das sein? 17,5 Handgelenk zu empfangen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, das ist kein kleines Ärmchen. So, guck mal, das Dayjust kannst du tragen. Ne? Also, ja, also Peter, die 36 mm passen für dich? Haben wir dich schon gefragt? Entschuldige, was jetzt? Ja. Passt. Also ich hab mich vor 2 Jahren auf eine Liste setzen lassen für eine Wimbledon. 41 mit Weißgold-Lünette und Jubilee-Band. Und gut, bis heute kein Anruf bekommen. Aber die war mir sogar so ein ganz klein bisschen zu groß. Also so zu sehr, ne, so zu sehr in your face. Also ich mag das ein bisschen zurückhaltender, wo man das jetzt nicht so dick und fett, hey, guck mal, ich habe eine Rolex, ne, wo man ja im Ruhrpott, also ich komme auch aus dem Ruhrpott, vielleicht nicht immer so gut ankommt, naja, wo man vielleicht 2 Straßen weiter wieder abgeben muss. Also wo das halt ein bisschen zurückhaltender ist. Und da finde ich, ist die 36 eine echt coole Variante irgendwie. Ich finde das Blatt, was wir da gerade sehen, als sehr, sehr, sehr schön. Ja, Daniel, Daniel neu kann, er kann Weißgold-Lünetten neu schneiden. Also die Zacken. Vorher ging das nicht. Ja, also der kann das nochmal nachschneiden sozusagen. Und das ist schon sehr, sehr gut. Das ist natürlich auch echt eine Erleichterung, ne? Sag ich mal, für alle, die so eine Vintage-Dayjust haben und wollen nicht unbedingt gleich eine neue Weißgold-Lünette kaufen. Ist ja auch teuer. Darf man auch nicht vergessen, ne? Weißt du denn schon was von Ergebnissen dahin? Weil die ist ja relativ neu, die Maschine. Habe ich noch nicht gesehen, Ergebnisse, nein. Okay. Aber sobald ich da was habe, können wir gerne mal darüber, oder wenn ich dann das nächste Mal diesen Talk mache, vielleicht hat er dann da ein Beispiel, was er mal zeigen kann, wäre ganz cool, ne? Und ich glaube auch, der kann damit Yachtmaster-Lünetten machen, Submariner, ne? Also da sind ja auch so Zacken, ne? Halt anders, ne? So Rillen eher. Aber bin mal gespannt, was er da so alles mitmachen kann. Ne? Auch Daydates natürlich, die haben ja die gleiche Lünettenart wie die Dayjust dann. Das ist schon ganz cool. Ja, sowas. Jetzt kann ich aber auch sagen, um das Thema Werbung so ein bisschen beiseite zu schieben, du kannst sowas natürlich auf einer Messe auch kaufen.
wenn du dich das traust. Ne? Da kriegst du teilweise für das Geld auch eine mit Fullset. Okay. Im Top-Zustand. Okay. Ich will es nur reinbringen. Ja, also das ist auch so eine Möglichkeit, wenn du sagst, okay, ich brauche nicht unbedingt vom Händler und online kaufen oder hinfahren oder ich mache das lieber auf eigene Faust, ich gehe da mal los, ich gucke ein bisschen und nach dem zweiten, dritten Mal oder was schlage ich mal zu, ich beschäftige mich jetzt erstmal mit dem Modell und dann grenze ich das ein und dann gehe ich mal los auf eine Messe und gucke, ob ich die finde. Das geht auch. Okay. Ja? Oder das Gleiche auch natürlich immer bei Kleinanzeigen gucken. Also ich bin kein großer Feind von Kleinanzeigen. Ich weiß, mit Kleinanzeigen halt umzugehen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, also auf Kleinanzeigen immer mal zu gucken und auch mal eine Uhr zu kaufen. Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht. Was ich gemacht habe, ist eher beim Verkauf. Das war für mich aus meiner Seite wiederum mühsam, weil irgendwelche Leute sich nicht an Termine einhalten, fünfmal absagen oder dich dann irgendwie zur Bank schicken, holst du die Uhr vom Safe, wartest da, hast einen Raum gemietet für den Verkauf und dann kommen die nicht. Das habe ich schon dreimal, viermal erlebt oder so. Also das ist halt Kacke. Das ist halt, weil bei Kleinanzeigen halt viele Spinner rumlaufen. Ne? Aber im Grunde ist es auch eine Möglichkeit, eine Uhr zu kaufen. Ne? Weil, wie gesagt, ich verkaufe auch selber mal hin und wieder eine Uhr oder tausche die dann über Kleinanzeigen. Und dann hat man auch schon mal einen Sammler kennengelernt über solche Wege. Einen coolen Sammler, der ja, die gleiche Leidenschaft teilt. Geht auch. Ne? Man erlebt auf jeden Fall die witzigeren Storys auch. Ja. Ey, und das Gleiche wiederum, auch das wieder, ich habe bei Grauhändlern auch schon Sachen erlebt, ey, da packst du dir am Kopf. Also auch so von der Abwicklung. Also auch so null Emotion. Also noch einmal, das ist nichts für Leute, die denken, oh, ich werde wie beim Konzi und dann, ne, Harry, ne, dann gibst du dann den Champagner und dann noch schön ein bisschen Arschpudern und noch ein paar Snacks. Nee, das kannst du vergessen. Das kriegst du ja schon bei vielen Konzis nicht mehr. Also, ne? Ja. Nee. Okay, das will ich nur sagen, cool. Die Jungs hier bei Goat oder ich kenne auch zum Beispiel bei Cologne Watch, da kriegst du auch was zu trinken und ne, die nehmen sich auch Zeit, wenn das passt und es nicht gerade voll ist, die Bude, und wenn du einen Termin hast, dann nimmt man sich die Zeit, also da kriegst du auch diese Wertschätzung. Das schon, aber wie gesagt, ich habe auch schon Sachen, Deals erlebt, also da hätte ich auch gleich hinter Tankstelle bei McDonald's oder so abends einen Deal machen können, vom Flair. Ja. Ja, genau also das Gleiche. Könnte man gewesen, auch Reim machen, ne, so Sammler und Gammler, ne, so unter dem Motto, ne, genau, irgendwie, was weiß ich. Ja, die Uhrenwelt oder die eBay-Uhrenwelt ist ein Ort für Sammler und Gammler, genau. Ja, so ist das halt. Ja, wobei irgendwie, was weiß ich, irgendwie so ein Champagner, den kann ich mir auch selber kaufen und dann selber mitbringen für 2 €. Ne? Und das ist ja auch kein Problem. Und so, das ist zum Champagner. Beispiel eine jüngere Dayjust-Variante, liegt natürlich nicht in deinem Budget, deutlich drüber, ist eine 6-stellige Referenz mit schwarzem römischen Blatt, also quasi der Nachfolger von der ersten, die wir gesehen haben, ne? Mit glatter Lünette und da fällt auch schon sofort auf polierte Hörner, massives Absolut. Band, massive Schließe. Alles ist massiver, aber auch dicker. Also die Uhr hat tatsächlich ein Mops-Gehäuse, wie man auch so schön sagt. Das hat nämlich die Dayjust, die 36er. Seht ihr das? Die Hörner sind fetter. Im Ganzen wirkt die aufgeblähter. Ja. Ne? Ist ja mit den römischen Zahlen natürlich, ist jetzt auch nicht vorteilhaft für die Uhr, aber die schaut, wie du sagst, die schaut wirklich sehr rund poliert aus am Gehäuse. Sehr rund poliert. Und hat natürlich den absoluten Nachteil mit der glatten Lünette, das habe ich mit der Airking genauso, die ist halt wirklich, wenn du da einen Kratzer aufbringst, ja, dann siehst du den sofort. Mit der Weißgoldlünette, natürlich tut der Kratzer auch weh, aber den siehst du bei weitem nicht so als wie bei der glatten Lünette. Da würde ich eher die Geriffelte empfehlen. Ja. Naja, nee, und vor allem, und so die Weißgoldlünette sieht auch so ein bisschen voller aus, finde ich. Also sieht halt so ein bisschen stimmiger aus. Lässt insgesamt, die Uhr auch etwas größer wirken. Ja, genau. Ja, man muss natürlich ehrlich sein, die meisten siehst du natürlich mit geriffelter Lünette. Das heißt, das Auge erkennt natürlich die geriffelte Lünette als stimmiger als wie die glatte, wenn man es ehrlich sagt. Und da könnte es OP ja sein. Ich meine, okay, der Datum, alles gut und schön, aber. Die normale OP hat ja die glatte Lünette und die geriffelte Lünette ist jetzt so typisch Dayjust. 333 Zuschauer, Daumen hoch nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig, schreibt in den Chat und macht Daumen hoch und geht in den Link rein. Kommt dazu, diskutiert mit uns. Wir helfen Peter weiter, eine schöne Dayjust zu finden. Gehen wir mal zu einem anderen. Gehen wir mal zu Chrono. Oder warte mal, gehen wir mal eBay. Nein, eBay Kleinanzeigen. Lass mal gucken. Pass mal auf. Kleinanzeigen. Hast du bei den Kleinanzeigen genauso einen Käuferschutz wie bei Chrono? Mittlerweile gibt's das doch. Du kannst doch über Kleinanzeigen Pay oder so, ne? Dann kannst du über die. Aber also ich kann nur jedem empfehlen, ich kaufe bei Kleinanzeigen, ich fahre jedes Mal hin, ich gucke mir die Uhr persönlich an
Also auch mit der Privatperson. Ich will die Uhr sehen, ich will sehen, was das für ein Affe ist, der mir die verkauft. Kann ich dem vertrauen oder nicht? Ja, und mach das meistens nicht allein, sondern immer irgendwie mit einem Kumpel oder so, dass ich da zu zweit hinfahre und immer an einer öffentlichen, was weiß ich, McDonald's oder irgendwo an der Bank, wo ne, also irgendwo öffentlich und dann habe ich da, kann ich immer nur sagen, das war immer gut bisher. Und da kann man auch mal hier und da einen schönen Deal machen. Ne? Aber natürlich musst du gewisses Wissen haben. Also ich kann das keinen empfehlen, der das erste Mal überlegt, eine Rolex zu kaufen und weiß noch nicht mal den Unterschied zwischen einer Fake-Rolex und einer, also ich sage jetzt wirklich einen schlechten Fake und einer Original-Rolex. Wer das noch nicht mal erkennt, dem empfehle ich auf gar keinen Fall eBay-Kleinanzeigen. Das wollte ich gerade sagen und das ist aber der Börse nichts anderes, wenn es da auf eine Messe gehst. Ja, also du solltest dich schon sehr damit auskennen, um zu erkennen, ist das was Vernünftiges oder nicht. Ne? Ja, ja. Und auch einfache Schritte würde ich machen, auch über eBay-Kleinanzeigen. Das Profil mal überprüfen, seit wann ist der online oder also seit wann existiert der Account? Was hat er für Bewertungen? Was hat er vielleicht für andere Angebote auch noch? Weil erkennt man vielleicht auch mal, also ganz wichtig, wenn ein Sammler, der gerade umstellt zum Beispiel. Genau, ganz wichtig, wenn es ein Typ ist, der gestern erst den Account gemacht hat und dann irgendwelche Bilder minderwertig auch noch hat, wo du sagst, die sind abfotografiert von, das sieht man auch. Also wenn man so ein bisschen Auge dafür hat, so ein geschultes Auge, dann sieht man das. Und dann wird sofort klar, das ist nicht in Ordnung. Da stimmt was nicht. Und wenn du den dann anschreibst und der schreibt erstmal zurück, meistens ist es dann sogar eine Frau, so weil es vertrauenswürdiger sein soll. Und dann schreibt sie noch so Sachen wie, ja, ist die Uhr von meinem Mann und wir haben uns getrennt oder was weiß ich, aber hier, es reicht mir eine Anzahlung auf den und den Konto und dann schicke ich schon mal die Uhr raus. Bloß nicht machen. Hm. Wirklich. Ja, klar. Also, ja. Ganz ja, klarer Hinweis. So, ne? Ja, klar. Ja, ich meine, ja, sicher. Also das ist klar, das ist ja so Vorsicht, Falle, ne? So. Vorsicht, ja. Uhrenfalle. Also ich bin selber da, ne, damals drauf reingefallen. Ich habe ein Band für eine Dayjust, ein Oysterband. Und das, ich warte bis heute noch, vielleicht kommt es noch. Ja, ne? Aber ja, das war tatsächlich, kam dann heraus, da hat auch die Polizei ermittelt, das war eine Ostern. Bande und das lief über ein paar Ecken, also das war wohl eine holländische Bande, die Inserate in Deutschland gemacht hat und tatsächlich dann unter Westerland und so, also auf Sylt, also die Person, die vorher in Frankfurt saß, im Main-Taunus-Kreis, war dann später auf einmal in Westerland. Ja, ja, also richtig krass. Ja gut, das ist halt fake alles. Das ist halt alles irgendwie Scam, ne? Also die Folge, ja, aber ich wollte nur sagen, ich selber bin auf Beschnauze schon damit gefallen, deswegen weiß ich, wovon ich rede und kann das weitergeben, ne? Ja, nee, also eBay... Einfach. Naja, ja klar. Nee, also eBay würde ich tatsächlich für den Anfang nicht machen. Also das ist mir dann zu krass und auch vor allem so als Anfänger ist das auch zu gefährlich insgesamt. Also wenn dann... Ja, naja... Das Einzige, was man auch natürlich schauen kann bei Kleinanzeigen, es gibt manche kleinen Händler, die sich wiederum nur auf Kleinanzeigen rumtreiben, weil sie zum Beispiel keine eigene Internetseite haben. Das sind auch so Dinger, die man nochmal finden kann, ja. Aber da steht ja dann siehst du ja unten gewerblicher Händler. Jetzt zum Beispiel auch, ne? Klingt ja auch nach Händler, ne? Mit Luxury Watches. Genau, Mr. Luxury Watches hat Top-Bewertungen, immer top, freundlich, Gewerber seit 22, noch nicht so lange, okay, muss aber nichts heißen jetzt, ne? Köln-Ehrenfeld. Da kann man wahrscheinlich auch sich mit dem treffen oder so. Ob der jetzt einen Laden hat, weiß ich nicht. Müsste man gucken. Aber das ist zum Beispiel auch eine tolle Uhr. Du hast hier ein Cremeblatt, du hast ein Tritiumblatt, du hast den richtigen Schliff, tolles Gehäuse. Die Lünette sieht noch sehr, sehr gut aus. Du hast ein Fullset, japanische Papiere. Sehr, sehr cool. Das ist zum Beispiel eine schöne Geschichte. Das kann man gut kaufen hier. Das ist eine schöne Uhr. Guckt euch mal den Zustand an. Das ist. Und wie liegt die preislich? Also was bei der? Wie war das? Die hat noch die Originalschließe. Die passende Schließe mit dem Schließencode. Das erkenne ich auch an der Kronenform. Die Krone, seht ihr das? Die Kronenform ist ein bisschen anders wie bei den anderen Kronen, die wir vorhin gesehen haben. Das ist eine ältere Dayjust. Und die älteren Dayjust haben ältere Kronen. Also die Kronen sehen anders aus von der Prägung. So ein bisschen wie so ein Bart Simpson-Kopf. Seht ihr das? Mhm. Wenn man jetzt eine andere Krone von vorhin zeigt, die sehen ganz anders aus, dann seht ihr sofort den Unterschied. Aber mittlerweile hat man dann halt ein Auge dafür. Und hier seht ihr, die Leuchtpunkte sind alle Tritium, alle Gleichfarben, schöne Patina. Das ist eine schöne Vintage Dayjust. Ja. Die ist vom Zustand optisch, Werk weiß ich nicht, optisch aber ist eine schöne Uhr aus Mitte der 90er Jahre, toll. Schöne Uhr. Aber er will 6,9 und 6,9 finde ich, ganz ehrlich, nach heutigem Wissen? Ja. Ich bin gerade Ich sag mal, auf der Messe kriegst du die Uhr. Jetzt sag ich dir so, wie es ist. Auf der Messe kriegst du die Uhr für 4,5 oder 5.
Naja, klar. Ja, klar. Also ich bin gerade am Nachdenken. Und dann ist das schon mit die teuerste Dayjust. Ne? Gold Luxury hat auch so eine verlost, die verschenkt wurde von denen. Ja, bei uns im Kanal. Ja, genau. Und ich meine, das war ja auch eine Cream Dial. Und die war, glaube ich, auch vorher bei denen online für auch roundabout 4,5 bis 5 ungefähr. Ja. Super Chat. So, da machen wir doch erstmal hier das Flackerlicht. Michael Mergen, 2 Euro. Kann man den Bewertungen trauen? Welche Bewertungen meinst du? Bei Google? Google-Bewertungen oder was? Nee, der, also hier bei, also, ja, also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass er eBay-Sachen meint, ne? eBay-Bewertungen. Mhm. Also ich wäre da immer ein bisschen vorsichtiger. Also auch Bewertung kann man natürlich faken. Das gilt auch wie bei Hotelanlagen, wenn du guckst bei Check24 oder so. Klar, die Masse spielt dann auch nochmal eine Rolle. Also wenn du siehst, den gibt es schon seit 5, 6, 7 Jahren und da gibt es zig verschiedene Kommentare, dann liest man sich die mal durch. Klar, ist das ein ungefährer Indikator. Ja, klar, kann man das nehmen. Aber ich würde auch das davon nicht alles abhängig machen. Nee, Sicherheit hast du nicht. Ich glaube, da gab es auch vor einiger Zeit mal so einen Hacking-Angriff und da wurden, glaube ich, auch einige Accounts gehackt und dann kannst du natürlich auch einen hacken, der 7 Jahre und zig Bewertungen hat und so weiter und dann stellst du auf einmal irgendein Fake-Produkt da rein damit. Ne? Mr. T ist Backstage? Nein, das kann nicht sein, Backstage, Mr. T. Wo bist du? Das hat nicht bei mir geploppt. Komm noch mal rein, Link ist drin. Geh mal rein noch mal. Mr. T, ich sehe dich hier nicht. Du bist noch nicht aufgetaucht. Hast du auch gute Internetverbindung? Weil letztes Mal war bei dir so pixelig, deswegen. Das muss bei mir erst so ein Ton kommen im Hintergrund, bing, und dann tauchst du hier unten auf. Und dann kann ich dich reinholen sofort. Also, ich achte jetzt darauf. Ne? Mr. T will reinkommen, mit Ansage. Mark H., ich wäre schon öfters im klassischen Spielcasino, aber schon wieder ums Spiel. Glücksspiel kann süchtig machen. Ne? Aufpassen. Auch diese Sendung kann süchtig machen. Der Vogel abgeschossen habe ich mit dem Treffpunkt bei dem damaligen Verkauf meines AMG GTs. Da ging es um knapp 100.000 Euro und ich habe mich auf einem Polizeiparkplatz getroffen. Vorher aber auch besprochen. Oh. Okay. Auch nicht schlecht, ne? Polizeiparkplatz. Ganz Nummer sicher gehen. Und was ist, wenn die Polizei geschmiert wurde? Ja. Was machst du dann? Wie bei Training Day. Kennt ihr den Film noch? Der ist geil, oder? Ja. Ich glaube, da habe ich mal wieder Bock zu gucken. Training Day war geil. Ich vermisse Denzel solche Washington, Filme. Ne? Ich habe letztens erstmal Stirb langsam 2 mir wieder reingezogen. Also geiler Film, ey. Ah, ich liebe das. Diese alten Filme, ne? Ist das schön. Oh, ich muss mal langsam anfangen, Teil 2 zu gucken. Ich glaube, ich habe Teil 1 schon irgendwie 10 Mal gesehen. Ah, Teil 1 ist der Hammer. Ist für mich noch der beste von allen. Teil 1 ist... Ich liebe das, weil er in diesem Turm festsitzt. Das ist eigentlich noch, weil danach ist ja typisch amerikanische Filme, achtet mal darauf, das ist meistens so, außer bei Star Wars, da war damals das Imperium schlägt zurück eigentlich der geilste Teil, also der zweite Teil, was eigentlich selten ist. Ne? Bei manchen Filmen ist der zweite Teil der beste. Aber in dem Falle ist es wirklich so, da muss ich sagen, stirbt langsam eins. Danach wurde es halt immer obstruser. Ja, dann fliegt er dann irgendwo und explodiert und fliegt noch weg und dann mit einem Düsen gegen Düsenjet. Und ja, und da ist es so, er ist alleine in einem Haus gegen 10, 12 Terroristen und kämpft sich und schaltet einen nach dem anderen aus. So Guerilla-mäßig. Das ist mega. Das ist, das ist Entertainment. Also, es muss nicht immer so extrem sein. Es reicht auch. Nein, cool, ne? Ja, dieses übereinander, sich selber toppen, ne? Wie bei Fast and Furious. Ne? Da erinnert man dabei, dass man im Auto, weiß nicht, an dem Helikopter anschnallt und dann noch den Burj Khalifa durchfliegt oder was auch immer da passiert ist. Ja, also, in welchem Backstage bist du denn? Warte mal eben. Ich sehe dich nicht. Warte mal, ich schicke dir jetzt nochmal einen Link. Ich hoffe, ich habe auch den richtigen Link hier immer. Ist ja wahrscheinlich in irgendeinem alten Stream. Hier. Also, der ist nicht hier. Dann würde mir das doch angezeigt werden hier. Peter, ist er noch da? Ja. Achso, jetzt bist du da, Mr. T. Jetzt sehe ich dich. Peter, ist er noch jetzt da? Ich habe die ganze Zeit zugehört. Ja. Hallo, Mr. T. Bist du da, Mr. T. Jetzt Mr. T, man hört dich doppelt. Ja, Moment, ich muss Handy ausmachen. Ich habe ja nichts mitbekommen. So, jetzt höre ich zwar nichts mehr. Doch, jetzt höre ich alles. Schönen guten Abend an alle. Na? Guten Abend. Hi, servus, grüß dich. Grüß dich. Na? Hab gedacht, ich komme mal dazu. Hab so ein paar Storys aus oben dabei für später. Oh, das ist gut. Und ein kleines Unboxing drin. Noch. Genau, dann bleib mal schön drin. Dann machen wir gleich mal ein Unboxing.
Wollen wir ja erstmal noch ein bisschen weitermachen. Unboxen. Ist ein kleiner Gag. Okay. Ah, okay. Ja, komm, wenn das okay ist, Peter, dann machen wir das doch, oder? Dann gucken wir uns ja, das klar. an. Nur mal zur Erheiterung stellen. Ich habe mir die größte Rolex geholt, die es gab. Die größte. Und da ihr alle sagen, die Pepsi wird eingestellt, habe ich mir mal die neue Pepsi geholt. Was das denn? Das ist geil. Oh, die will ich auch noch haben. Mir fehlt so eine Uhr. Ich brauche noch so eine. Endlich. Ja, die gab es in Rom in den Zigarettenladen und meine Frau hat die entdeckt. Dann habe ich den runtergehandelt und habe ich die mitgenommen. Ja, in Quarzwerk drin. Ne? Quarzwerk, aber läuft mit schleppender Sekunde. Ja, geil. Aber nur mit Rolex aufkleben. Ein Rolex-Quarzwerk, wer kennt es nicht? Ja, sehr schön. Ja, dachte, das wäre doch mal was für euch, das zu zeigen. Also jetzt mal alle eine Eins im Chat. Das ist doch mal geil. Ja. Mal was anderes, ne? Das ist mal ein richtiger Fanboy hier mit so einer Uhr. Und dann machst du dann Lederband von Satipi dran, oder? Nee, ich wollte eigentlich aus Dubai diesen größten Goldring der Welt dran machen, aber der wiegt ja 60 Kilo. Sehr geil. Ja. Nicht schlecht. Ja, aber erzähl mal, wie war es denn in Rom? Erzähl mal. Ja, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, kann ich ja gleich noch machen. Okay. Gut. Weil der sucht ja noch eine Uhr. Ich wollte das nur mal vorgeschlagen, wenn es eine Rolex sein muss und bis 5.000 Euro. Es gibt ja auch super Oyster Perpetual mit super Blättern und da wäre bestimmt auch was ganz Geiles für ihn dabei. Absolut. Ich weiß nicht, ob ihm das gefällt. Weil die kann er dann als Dresser und für alle Zwecke tragen. Ja. Ja. Kann nicht mal so schlecht. Ja. Was für ein Handgelenksumfang hat Mr. T? Alle. 20,5. 45,3. Ich kann doch schnell eben die neue Werbung aus Rom auch noch zeigen, aber ohne Box. Die zeige ich einfach mal nur so. Wow! Ey, die erste 19 was? Und. Ey, ich fasse es nicht. Mal eben einfach. Alter, 19. Ja, die hat man mir. Wow. Das ist auch so eine Story aus Rom. Ich habe dem Laden erstmal in Rolex, hatte das ja im Chat geschrieben, eine 1 gegeben, also eine schlechte Bewertung gegeben. Die haben mich da nicht reingelassen, nur auf Termin, obwohl kein Mensch da war. Und dann mich beim nächsten Mal rein, habe so ein bisschen meine Uhren da gezeigt. Und da sagte er, ja, ich hätte da was für Sie, aber es ist eine riesen Warteliste. Und nach 2 Stunden Champagner trinken, habe ich die dann direkt mitbekommen. Zauberwort Champagner trinken. Geht doch, ne, Harry? So muss das sein. Also war die dein das ist dieses neue Werk bei ihr. Hammer. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist wirklich ein super Dresser. Also, das ist, ich habe ja immer gesagt, bei Eau de Montpellier gefällt mir nur die Royal Oak, aber das ist ja nicht so eine richtige Dresswort. Die Patek Philippe persönlich gefallen mir gar nicht. Und das ist jetzt mal eine Uhr, wo Rolex mal wirklich so einen richtigen Dresser hat. Also die 1908. Und das ist ja die erste Uhr. Ja. Und ich finde die schön, dass du die in Gelb-Gold geholt hast mit dem matten Blatt, matt schwarzen Blatt. Das ist Hammer. Und da gibt es auch noch eine Story zu. In Italien ist man wohl von Gelb-Gold ganz weg. Es gibt eine riesen Warteliste, sagte der mir, für 30, 40 Leute auf die Weiß-Goldene. Die hatte ich auch angehabt. Die gefiel mir aber überhaupt nicht. Und die Gelbgold gab es auch für Warteliste, aber sagt er, da kommen unter Umständen schneller dran. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, damit sie bei Rolex auch mal direkt eingetragen sind, wollen sie die mitnehmen? Und meine Frau sagt dann auch, boah, die brauchst du als Dresswatch. Und da habe ich gesagt, ja, die nehme ich mit. Ja, mega. Glückwunsch, ey. Ich freue mich, Mr. T. Absolut. Alles richtig gemacht. Super, wir müssen uns jetzt mal sehen hier, ne? Dann... Gehen wir mal zusammen essen. Ja, ich habe Nick heute Bescheid. Ich habe Nick heute getroffen. Ja, lass uns mal machen. Ja. Können wir gerne mal machen. Hab dann aber noch was bekommen. Die brauche ich aber nicht mehr zu zeigen. Die weiter geht's. Ja, ich hatte Geburtstag. Mann, ich hatte ja Geburtstag und da bekam ich einen Alles Anruf. Gute nachträglich. Ja, danke. Und ich hatte Geburtstag im Urlaub und dann habe ich von Chopin noch einen Anruf bekommen. Und die schicken aus China, die habe ich schon anbezahlt, die Elfen Eagle mit dem Cherryblatt. Die wird aus einer Boutique aus China entnommen, nach Deutschland geschickt, ist schon angezahlt, ist in 1 bis 2 Wochen da. Aber die brauche ich dann nicht anzuboxen, die kennt ihr ja schon.
Ich wollte eigentlich gar keine mehr kaufen, aber da kann man natürlich nicht. Ja, ich kenne den Spruch von dir mit, wollte ich nicht. Den kennen wir alle schon. Hat fast geklappt anscheinend. Ja, ja. Ja, wenn man sie dann angeboten und aufgezwängt bekommt, kann man ja nicht Nein sagen. Ne? Weißt du, wie ich mit Nick unterwegs war und du mich angerufen hast und sagst, ey, ich habe eine Uhr, die ist Wahnsinn. Du musst dir die jetzt angucken. Ich glaube, ich kaufe noch. Ja, da gibt es eine Story zu, die ist, ich weiß ja nicht, was die Leute sagen, die kommt noch, die will ich auch noch unboxen, das wird der Knaller überhaupt sein, du weißt das ja, Luca, ja. Aber die Uhr ist angeblich nicht durch die Qualitätskontrolle gegangen, ich schätze mal, die ist auf dem Wege verloren gegangen und die ist jetzt nochmal extra für mich neu angefertigt worden. Nein. Ist unterwegs und kommt Mitte, Ende nächster Woche. Die wurde extra nochmal angefertigt. Ja, die alte ist zurückgegangen. Da ist wohl irgendwas nicht dran in Ordnung gewesen. Und da wurde die zurückgeschickt. Wohin will ich ja nicht sagen, das verrate ich ja zu viel. Und dann hat man die gleiche Uhr im Werk nochmal neu aufgelegt. Hat die extra per Handarbeit nochmal nachgefertigt mit der gleichen Nummer und die andere eingestampft. Ach so, die Datejust von Luca 2.0, ganz kurz. Der Datejust von Luca 2.0, falls einer Interesse hat, eventuell gibt er sie ab. Also das wäre jetzt was, Peter. Die Uhr ist nämlich im Top-Zustand und hat ein ganz seltenes Blatt, das Porzellanblatt. Okay. Also da könntest du mal Luca 2.0, kennst du den doch, der bei mir im Stream mitmacht. Nö. Kennst du nicht? World of Watches, der hat einen Kanal auf Instagram. Da schreibst du den mal an. Du kannst ja sein geliebtes Video einspielen. World and Watches. Guck mal, 1200 Abonnenten, 1252. World and Watches. Ja. Den könntest du mal anfragen, ob er noch Interesse hat, die Datejust eventuell abzugeben. Okay, ja, alles klar. Weil die weiß ich aus erster Hand, die ist top. Also die Uhr ist vom Zustand, das Blatt ist Bombe, der hat auch geile Fotos gemacht. Macht ja generell geile Fotos, aber die Uhr ist wirklich schön. Wenn jetzt das Blatt was für dich ist und so. Aber das baut man heute nicht mehr. Das ist ein Porzellanblatt. Sehr, sehr schön. Generell geile Fotos, aber die Uhr ist wirklich schön. Jetzt höre ich mich doppelt. Wenn jetzt das Blatt was für dich ist und so. Aber das... Doppelt hält besser. Ja. Ne? 362 Zuschauer. Sehr geil. 362. Weiter so. Vielleicht haben wir heute mal wieder 400. Mr. T, sehr mutig, das alles hier zu zeigen, sagt Adrian. Ja, der Mr. T, der hat da Bock drauf, ne? Ja, das ist kein Problem. Ich war heute in der Stadt. Morgen geht's wieder nach Tresor in den Safe. So, siehst du? Mut aber zeigen. Tresor nutzt du auch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe meine Uhren, bis auf die, die ich trage, und meine Frau trägt nicht zu Hause. Ja, sehr gut. So kann ich es nur jedem empfehlen, ne? Grüße vom Niederrhein. Heute bin ich etwas später am Start, sagt Apple Watch. Nicht schlimm. Micho ist auch da. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Warteliste 1908. Ja, das hat mich auch gewundert. Also ich kann sein, dass in Italien die Uhr beliebter ist oder das will ich gar nicht mal abstreiten. Aber ich glaube nicht, dass die Uhr in Deutschland große Wartelisten hat bei den vielleicht bei großen Die Uhr wird über Ika gehandelt. Ja, ich habe jetzt auch gerade mal geschaut, die ist bei 25 im Schnitt. Also ja. Von daher muss die gerade noch etwas schlechter verkaufen. 23,050 kostet die. Die wird über EK gehandelt und auf die weiß-goldene Italien gibt es eine riesen Warteliste. Ja, dann ist das noch so eine Anfangseuphorie. Also ich sag mal so, ich bin ein bisschen skeptisch, ich könnte mir vorstellen, dass es abschwacht danach. Hm. Ist aber nur meine Sache. Die gibt es ja ein Jahr, ne? Die gibt es schon seit einem Jahr. Die gibt es seit einem Jahr jetzt, genau. Ja, ja, klar. Die gibt es jetzt im April dann. Und eigentlich ist sie nicht groß. Die war anfangs bei 26, ist aber nicht groß runtergegangen. Mhm. Ja, die weiß-golden ist beliebt, auch mit dem schwarzen Blatt, ne? Das ist. Ja, aber nee. Also aber, für mich ist nicht schön. Ja, nee. Viel Tragefreude, wir freuen uns für Mr. T, sagt Alex. Ja, freue ich mich auch, auf jeden Fall. Ne? Ja, die seitdem an meinem Handgelenk hast du aber. Durchgehend. Also die, seit zwei Wochen so, habe ich die an, weil ich ein paar Feiern hatte. Und das ist so die richtige, so, wenn man mal ein Jacket anzieht, ne? Auf eine Jeans und Hemd drunter, dann ist die schon schön. Im Sommer. Aber ich muss dazu sagen, die 1908 habe ich selber auch noch nicht oft gesehen beim Konzi. Also jetzt erst zwei, drei Mal. In meinen Safaris. Also selten. Das ist nicht oft. Aber jetzt anders gesagt, Cellinis gab es ja auch nicht oft. Ist auch nicht immer gesehen, Cellinis da rumfliegen, ne? Also deswegen, das ist schon okay. Ist auf jeden Fall cool. Ich kann nur sagen, dass
Ja, kann nur sagen, dass die laut Rolex selber in Rom nicht sehr oft eintrifft. So, und Monaco Harry sagt was ganz Wichtiges. Bitte vergiss nicht, Italien war schon immer Vorreiter in Sachen Stil und für Rolex einer der wichtigsten oder der wichtigste wegweisende Markt. Da hat er recht. Die Trends werden da immer da gesetzt, auch bei den Vintage-Sammlern und so, was gerade in ist, was nicht, wo gerade die Aufmerksamkeit mehr ist, kommt immer aus Italien der Drang. Oder sehr viel, ne? Deswegen stimmt schon. Bleibt spannend. Ne? Nicht schlecht. Also Peter, Dayjust, Kleinanzeigen, willst du eher nicht, hast du gesagt, ne? Nee, eher irgendwie Chrono oder vielleicht irgendwie sowas. Ja, so Chrono. Chrono 24. Genau. Möchtest du denn auch eine Jahrgangsuhr? Du sagtest gerade 86. Wäre das was für dich? Also wenn das Gesamtpaket passt, dann ja, aber ich bin da jetzt nicht so drauf fixiert. Also ich mache lieber, ich sag mal, einen besseren Zustand und dann irgendwie ein Jahr drunter oder drüber, das ist mir dann egal. Wenn's passt, ja, dann ist das halt ein ganz nettes Gimmick. Okay, warte mal, gucken wir mal, ob ich was finde. Rolex Dayjust. Und jetzt 1986 gebe ich mal ein. 86, 207 Stück nur. So, eine Jahrgangsuhr als erste Rolex ist natürlich was Tolles. Ja, finde ich auch. Also das, ja, da hängt dann das Herz ja immer dran. Naja, wobei das ist ja dann fast schon Altmetall, ne? So 38 Jahre, ey. Also ich fühle mich ja auch schon irgendwie. Ich bin ja auch. Ach, du bist doch nicht Altmetall, Mensch. Quatsch. Was ist denn meine Version? Was soll ich denn sagen, Ari? Was soll ich denn sagen? Ich bin ja auch schon älter geworden. Aber nur die Augen. Na, warte mal. Hier, wir gucken jetzt bei Chrono zusammen. Also, ich habe es mal eingegrenzt. Und tatsächlich können wir mal gucken. Der Peter, hast du eine Präferenz von der Blattfarbe oder irgendwas? Oder wurscht? Nein. Okay. Boah, also die finde ich geil. Und so wie das aussieht, war die, wie man an der Box zu sehen hat, das könnte bei Rolex gewesen sein. Das könnte sogar Certified Pre-Owned sein, wegen der Box, wegen dem Umkarton. Aber ja, ist eine Pre-Owned-Box. Ist eine Pre-Owned-Box, ne? Ja. Oh, ja, nicht schön. Die, das Travel Case passt nicht dazu, das müsste so beige sein. Ja, das Travel Case passt nicht dazu, das stimmt, Harry. Gibt's aber guckt Box euch das dazu, an, das ist das Purple-Blatt. Also das blaue Blatt, was ich Purple... Ja. Umgeändert. Okay. Das ist ein seltenes Blatt. Also, was ich nicht mag, sind zum Beispiel Diamanten, also diese ganzen, das ist klar. Komischen Blätter, weil das ist irgendwie so nichts Ganzes. Aber guck mal, die ist schön. Jahrgangsuhr für 5,3. Wenn du ein bisschen verhandelst mit denen, ist ein Privatkäufer, wenn du sagst 4,9, 4,8, wenn er es macht. Ist aber flexibel. Hat sich das gereimt? 4,8, wenn er es macht, ja. Also, das wäre doch was. Zum Beispiel. Luca, ist das Plexi nehmen wir mal eine gewesen, andere. Oder ist das... Plexi, 86 ist immer Plexi, bis 89, Plexi. Gab es nicht schon ein paar, die sich bei 86 verirrt haben mit Saphir? Nein. Oder erst später, okay. Erst später. Definitiv nicht. Außer du nimmst nur Oysterquarz. Also die mit Quarz, Dayjust. Die hatten Saphirglas. Aber nicht die muss Stahl sein, ne? Peter. Ja, Stahl. Stahl. Ja, guck mal, das war's schon, ne, mit 86 hier. Naja. Ich habe jetzt Europäische Union, ne, geguckt. Ja, das war schon wichtig, weil sonst wenn der Steuern da ist. Also ich sag mal, Dayjust findest du aber auch Hülle und Fülle. Also Dayjust solltest du auf jeden Fall nur eins wissen. Gehäuse, Zustand, Lünette ist ganz, ganz wichtig, dass sie nicht verschrammelt ist ohne Ende. Guckt euch die mal hier an. Die ist zum Beispiel auch, die hat ein wunderschönes Blatt, sehr, sehr selten damals. Blau wurde nicht häufig gebaut. Die hat ein Fullset, ja, absolutes Fullset. 86er Baujahr, von Bucherer in Genf verkauft. Aber was fällt auf? Was ist vielleicht nicht so gut? Sagen wir es mal so. So, jetzt guckt mal, was ist nicht so gut an der Uhr? Also ich würde spontan sagen, der Abstand... Es ist am Cliff und der Tief schaut raus. Ja, guckt euch mal die Spitze, guckt mal, wie zahnstochermäßig die Hörner sind schon.
Guckt euch das mal hier oben an. Die Federstege, der schaut schon raus. Ja, hier oben ist noch besser als hier unten. Hier unten ist ganz schlimm. Da ist schon der Federsteg mitgeschliffen. Der Federsteg wurde sogar mit wegpoliert. Ja. Damit es den Anschein macht, dass es noch passt. Hier siehst du es ganz gut. Guckst du hier, wie spitz das ist? Ja. Also da ist schon viel Material abgetragen. Hier ist auch mehr abgetragen als da. Also, das ist eine typische Uhr, was so sehr schön ausschaut, auf schnell hingeschaut. Aber jetzt kommst du wieder ins Spiel, Luca, wenn man sich nicht auskennt. Ja, schaut mal hin, sagt, genau. Das schaut ja geil aus. Aber ja, das ist ein, ja, es könnten natürlich falsche Federstege drin sein, die was länger sind und bla 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 bla, aber im Endeffekt, die ist zusammenpoliert. Du siehst da rechts oben gegen links oben, wenn du genau schaust, die Breite von der Spitze vom Horn ist ja, rechts ja, auch schon mehr abgeschliffen. Auch abgeschliffen, genau. Unten also raus, das ist wieder so eine Geschichte, wo ich sage, schnell hingeschaut, schaut cool aus, aber im Endeffekt ja, Hände weg. Auch das Band, sehr ausgeleiert, sehe ich schon hier, das Oysterband ist sehr ja, ausgeleiert. Wenn du jetzt zum Beispiel die Uhr guckst, das ist schon wieder eine ganz andere Nummer, die hier. Siehst du? Viel besser. Hier ist schon viel breiter. Im Ganzen, der Zustand macht einen viel besseren Eindruck. Das ist zum Beispiel so ein Porzellanblatt, seht ihr das? Sehr so geil. Speckig. Das ist sehr, wirklich sehr schön, sehr fresh, sehr clean. Das ist ein cooles Blatt. Baut leider Rolex nicht mehr, ne? Das ist sehr, sehr schön. Kriegst du auch nicht mehr im Tausch. Auch ganz wichtig. Kriegst du nicht mehr. Guckt euch das mal an, was ist hier passiert. Schau auf die auf den linken Spitz. Links, ein bisschen mehr nach unten. Schau auf den linken Spitz, wie der runterpoliert ist. Ja, guck mal da. Das ist so der klassische Fehler. Ne? Also die schließt ist noch okay. Für mich wäre das noch akzeptabel. Ist noch okay, kann man mit leben. Aber ja. Wenn man das nicht weiß, würde man denken, das ist normal. Aber zum Vergleich zu der von vorher, was wir uns ja angeschaut haben, ist die Welten entfernt, die Krone. Welten entfernt. Genau. So sieht es nämlich aus. Ne? Was bleibt, also, ist cool. Peter, wir können aber auch gucken nach einer aus den 90ern noch zuletzt jetzt, ne? Um das Ganze mal jetzt so ein bisschen auszulassen. Zu lassen. Wenn was ist, du kannst ja auch mal eine Schulung bei mir machen, weil ja, das wäre genau, jetzt alles. Ja, ne? Gerne, gerne. Ich denke, das macht Sinn, aber du hast jetzt schon Teil so einer Schulung schon so quasi mitgekriegt. Das sind so Dinge, also da geht man jetzt wirklich gezielt, man guckt sich mehrere Inserate an, dann wägt man ab, dann guckt man, vergleicht man, was fällt einem auf, was ist anders. Ja, da muss man schon, also nicht einfach blind in die Sache rangehen, so naiv, weil das würde ich nicht machen. Wir reden ja immer noch von viel Geld. Na klar. Absolut. Ja. So. Genau. Dajas aus den 90ern können wir ja 16234. 16234, ja. Ja, 16234. So, pass auf. Machen wir noch ganz schnell hier Standort. Machen wir mal explizit mal nur Deutschland. So, gucken wir mal. Und ja, ist wie wäre denn eure Meinung zu Chronext? Also die haben ja auch ab und zu mal. Kann man auch machen. Drin. Ah, okay, ne? Kann man auch machen. Boah, also, mal hier, ich schaue vom Gefühl immer ein bisschen teuer bei Chronex. Naja, ja, einen kleinen Ticken über dem Marktpreis. Ja. Da guckt euch das mal an, sehr, sehr selten so mit dem Lachsblatt. Drin mit einem Customized-Style. Ja, okay. Das hast du oft bei Marc Eber auch, der hat viel Aftermarktblätter immer. Ja, er hat viel Aftermarktblätter. Bei Dajas musst du ganz dringend aufpassen. Also, wenn du die Uhr siehst mit einem Tiffany-Blatt, dann weißt du schon, ne? Gab es nicht. Wird es auch nicht noch geben. Das gab es aber tatsächlich, Lachsblatt. Das ist so eine Uhr, wenn man drauf steht, ey, das ist schon geil. Also, das ist schon sehr live auch sehr, sehr geil, das Blatt. Also sowas wird nie schlecht. So eine Uhr, die kannst du kaufen. Die ist zwar ja natürlich hochgepreist. Da wird er vielleicht auch 200, Zustand. 300 Euro runtergehen. Ne? Aber guckt euch den Zustand an. Guckt ihr die Schließe an. So muss das aussehen. Das ist hinten aber verklebt, dann aber auf dem Deckel. Vom Service wahrscheinlich. Ja, Service. Was ist das für Baujahr? Die ist 2000. 2000 war das, glaube ich. 2000. Okay. Bah, schön. Schönes Blatt, schöne Fotos. Auch der hier macht gute Fotos. Gute Fotos vom Blatt. Guck auch immer auf das Blatt, ob das irgendwelche Risse hat. Chips, so nennt man die auch, so wie so Dreiecke, die da drin, so wie so Risse. Ja, das sind alles so Sachen. Auch sehr geiles Blatt, das Cremeblatt. Das ist mit der Zeit Creme geworden, wenn man drauf steht.
Ja, aber das ist zum Beispiel, auch da, da würde ich jetzt hier gucken, was ist das? Seht ihr das? Ja, siehst du das da? Ist das ein Fleck auf dem Blatt? Ist das ein Fleck auf dem Glas? Das würde ich dann als erstes jetzt den Verkäufer fragen. Würde ich sagen, was ist das? Hier ist es auch ganz klar zu sehen, nochmal da. Wenn das auf dem Blatt ist, scheiße. Naja, klar. Sehr interessant. Also ich finde, die Farbe hat was von der Lemon King von Sven. Ja, richtig. Apropos, die Lemon King kann man kaufen, ne? Ich wollte gerade sagen, die ist ja zum Kaufen. Die ist auch zu kaufen. Wie ist der eingepreist? Geht das aus mit seinem Budget? Ich glaube 4,8 oder so, oder 4,4? Irgendwie sowas. Bei Gold. Achso, ich dachte, ihr meint jetzt die vom Sven schon wieder. Ja. Genau so. Die vom Sven. Ja, was denn sonst? Wie? Der hat die wieder gehen lassen. Ey, der war total... Ja, dafür hat er sich was Schönes... Andere Krone dafür geholt. Hat er sich was anderes Schönes geholt. Ne? Schmetterlinge im Bauch irgendwie, jede Menge Lemons im Bauch und dann nach 4 Wochen gefühlt schon wieder weg. Ja, kann passieren. Weißt du auch, der Sven, der muss seinen Titel beibehalten. Ne? Okay. Ja. Hardcore-Flipper. Der Hardcore-Flipper schlechte. Hier, guck mal, schöne Uhr für mich. 89er Jahrgang. Mit Box, mit Papiere. 89, mattschwarzes Blatt. Supergeil, mattschwarzes Blatt. Tolle Uhr. Hat natürlich hier die Anstöße sind ein bisschen ausgelutscht. Ja, ein bisschen gut ausgelutscht. Die wird auch gut Stretch haben. Aber das Blatt ist in einem guten Zustand. Blatt ist gut, Gehäuse ist gut. Und das wäre für mich jetzt primär wichtiger in dem Falle. Okay. Scheiß auf das Band, wenn das viel Stretch hat, ist halt dann so, hier, das hat extrem viel Stretch, das sehe ich schon. Puh. Aber, und hier, die Schließe ist weg. Siehst du? Oh, nee. Und dafür, ganz ehrlich, ist er mit seinen 6,9 ganz schön teuer. Zu teuer. Nee. So eine Uhr, ich schwöre dir jetzt, die Uhr in dem Zustand, ohne Box und Papiere, aber in dem Zustand. 3 Mille. 3 Mille. Ja. Auf der Messe. 3 Mille. Ja. Vielleicht sogar 2,9, 2,8. Ganz schnell gedreht. Also da kannst du richtig sparen. Du musst halt nur Bock haben, du musst schon ein paar Dayjust in der Hand gehabt haben, schon ein bisschen befummelt haben. Ne? Und dann ist... Ne, Harry, man muss erstmal die Hörner abgestoßen haben und dann kann man auf den Markt. Kann ich so unterschreiben. Du, der Michel, und dann kann man auch mal ein bisschen aktiv werden. Ne? Ja, so ist es. der Michael schreibt gerade, die Turnograph wäre das was vielleicht für dich, Peter, weil ich glaube, da gibt es auch ganz gute. Es gab ja auch ganz viele, genau, also wenn ich so überlege, es gab ja auch viele Turnographen mit einem Roulette-Datum noch, ne? Das ist ja auch. Schwarz-Rot. Ne? Ja, schwarz-rot, genau, mit dem Roulette. Schwarz-rot und dann noch mit einem weißen Blatt. Also ich hatte mal bei Bucherer CPO online. Lass uns mal da gucken bei CPO. Lass mal gucken. Ja, also das, wie gesagt, also die sind relativ schnell weg, ne? Also ich habe schon gesehen, dass die relativ schnell irgendwie drehen, die ganzen Rolex CPO. Und da gab es mal einen Grafen in Weiß mit einem Roulette-Teil für 7K. Ja. Aber der sah gut aus. Also wenn der Preis nicht gewesen wäre, hätte ich glaube, da gibt es eine extra Seite, Luca. Ah, da muss ich unter Rolex Certified Pre-Owned, ja, da oben. Naja. Hier ist es. Wollen wir mal gucken. So. Also, achso, du musst erst jetzt. Achso, du musst eine von denen kaufen, um die anderen zu sehen jetzt, oder? Nee. Ja, Backoff, ne? Sub-Backoff. Boah, stell dir mal vor. Nee, du musst alle drei kaufen. Sie wollen unsere anderen sehen. Schmuckstücke sehen? Sie müssen erst die. Sie müssen ja erst die. Ja, also, das wäre vertriebstechnisch schon sehr geil. Ne? Ja, du. Es wird auch den einen oder anderen geben, der uns das machen wird. Und zumindest die auf der Warteliste sind. Jetzt entdecken. Ja, du musst, wo? Auf du jetzt musst entdecken? Rolex, wo? Genau, also du musst zuerst oben auf Rolex Certified. Ja, ja, hier meinst du. Ja, ja, hier links. Genau. Ja, schon klar. Und dann, genau, und dann hast du die schon. Da kannst du hier ja, quasi gut filtern. Da kannst du oben rechts auf den Preis filtern. Luca? Die zweite da für 13.100, die schwarze. Ja. Frag ihn mal, ob ihm die gefällt. Ja, aber das ist eine 41er. Ist ja, Problem ich frage mal 13.000. Nee, ich frage mal nur. Nee, warte doch mal, Harry. Okay. Gefällt dir die? Die gleiche Uhr von 1978. Und zwar frisch durch den Service. Hat Cologne Watch für 5.990 Euro. Was? Krass.
Ja, auf der ersten Seite, die ist mir gerade aufgefallen, weil ich halt Rolex Service 223 auch noch dazu. Also so ein Preisunterschied ist ja schon mehr als Wucher, ne? Ja, die ist ja von 1978. Das ist die 16013. Naja, okay. Okay. Ich frage jetzt nur, ob dir die gefällt, weil dann wäre der Vorschlag, wenn dir die so gut gefällt, weil das wäre dann, und man kann mit denen auch noch reden, also da ist bestimmt noch was drin. Mit dem Apo und mit dem Henry, ja, klar. Ja, genau. Ja. Und die ist auf der ersten Seite bei denen. Ah. Ja. Aber da wäre ich mir jetzt noch nicht sicher, als erste Rolex gleich eine aus 78 zu schnappen. Ja, aber frisch auf Service aus 23. Ja, ist natürlich auch aus der Ruhe. Ja, weil Bicolor ja wieder Stahl haben, ne? Ja, aber ich meine, also wenn das, ich sag mal, ne, also wenn das Gesamtpaket stimmig ist und so, kann man, ne, also ich meine, ich bin ja nicht festgefahren. Ich bin ja flexibel, ne? Also klar, man muss halt immer irgendwie Abstriche machen, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie im Jahr 2018 wären, so, dann würde ich einfach so zum Händler laufen und würde mit einer Rolex wieder rausmarschieren. Aber ja, wir alle auch. Ja. Einfach reingehen und mit einer Rolex wieder rausgehen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast. Ist das deine erste Rolex? Ne? Ja. Ist es deine erste Luxusuhr? Nein. Okay. Ich hatte mal eine Panerai 914. Okay. Mal eine Black Bay 58 und sowas und eine Nomos Tangente 38. Also hatte schon so ein paar Uhren quasi hinter mir. Ja, ich meine, die erste Rolex ist natürlich in Stahl natürlich flexibler, sage ich mal, vom Dazupassen zum Tragen her. Ne? Ja. Aber da ist der Tier nicht unrecht. Ich meine, so Bicolor-Modelle sind teilweise oft preislich, wenn man schaut, ist ja doch ein bisschen gut da dran, oft interessanter als wie die Stahlmodelle. Ne? Preis-Leistung ist auch besser, wenn man so sieht. Geschmackssache, ne? Ja. Also wie gesagt, wenn ihm die gefällt, ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis nur gut, ist ein 78er, hat aber einen Rolex-Service, nicht von Color Watch, einen Rolex-Service 223 und ich finde die Uhr als erste Uhr, weil man sie für alles verwendet, eigentlich sehr schön. Ja. Wenn man auf dem schwarzen Blatt steht, ich bin ja auch mehr schwarzes Blatt als weißes. Ja. Ganz kurz noch mal in eigener Sache, wo ich das gerade noch mal sehe auch. Und zwar geht es, oder warten Sie mal. Wir machen es gleich. Wir machen noch mal ein Unboxing, würde ich sagen. Wir wollen erstmal dem Micho Hallo sagen, weil er wartet schon die ganze Zeit. Hi, Micho. Hey, Leute. Hey, Leute. Hi, ja, Micho. Schön, dass du da bist. Top. Danke. Na, Micho, heute ja so Thema Kaufen, gebraucht, worauf muss man achten, Achtung, Falle. Hast du irgendwie so eine Anekdote oder so eine Geschichte, wo du sagst, ey, pff, da war ich mir unsicher oder ey, das war irgendwie unseriös oder ist dir da auch mal sowas aufgefallen? Ich glaube, dass ich da ein schlechtes Beispiel bin, weil ich sehr risikofreudig auch bin und ja. Okay. Auch mal das Geld überweise und hoffe, dass die Uhr ankommt, ne? Also. Eieiei. Also aber ja, so komplett so, mal, wir sehen schon. Ich hatte schon mal einen Deal, wo ich ein schlechtes Gefühl hatte, aber es lief dann eh alles okay, muss ich dazu sagen. Aber es gab schon so ein paar strange Momente, ne? Ja, das glaube ich. Also auf jeden Fall beim Privatkauf ein Kaufvertrag ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ah, jo, ganz wichtig, haben wir vergessen zu sagen. Stimmt, ganz wichtiger Hinweis. Gut, dass es aus. Kaufvertrag unbedingt abschließen mit Foto vom Personalausweis. Für beide Seiten ganz, ganz wichtig. Und wenn du da schon merkst, da sagt der andere, nee, kein Bock, will ich nicht oder Pass vergessen. Ja. Schon schwierig. Ne? Ja, ich habe damals ohne Kaufvertrag gemacht, aber ich hatte im Nachhinein dann so ein schlechtes Gefühl irgendwie, aber ja, es hat im Nachhinein doch alles gepasst. Ne? Mhm. Aber ich bin auch sehr risikofreudig. Also ich mache da schon meine Deals, wenn ich irgendwie Best Price irgendwo sehe, wo es ein paar Tausender billiger ist, dann ja. Aber gebe ich schon recht, mit den Kaufvertrag gibt ein besseres Gefühl. Ich habe mit einem Freund auch, der wollte unbedingt eine Tudor-Date-Day haben, haben dann am Ende auch über Kleinanzeigen eine gekauft, sind da gemeinsam hin. Nebenbei witzige Story gewesen, der Verkäufer war auch sehr, sehr glücklich, dass ich am Ende hat sich
per Zufall rausgestellt, weil er wollte erstmal seinen 15-jährigen Sohn hinstellen als Übersetzer. Weil beim Schreiben ist es nicht aufgefallen, aber der konnte kein Wort Deutsch. Okay. Hat nur Polnisch gesprochen. Ich kann Polnisch. Und dann glücklicherweise hat das dann geklappt, sich zu unterhalten. Aber mein Freund, der eigentlich kaufen wollte, saß dann eine Stunde neben uns, wie wir einfach die ganze Zeit geplaudert haben. Und der Typ hat sich auch als absoluter Freak rauskristallisiert und hat dann überall seine Uhren gequatscht. War auch ein bisschen weird. Aber mit dem Kaufvertrag im Vorfeld hat es wirklich so ein bisschen Ruhe reingebracht, zu sagen, hey, pass auf, wir würden die gerne kaufen. Schon mal ein bisschen über die Uhr gesprochen, ein paar Bilder extra angefragt. Und dann auch zu sagen, Mensch, ich will das unbedingt mit dem Kaufvertrag machen, auch mit Personalausweis, alles festhalten und so weiter. Und er hat dann gleich von Anfang an gesagt, du, passt, fülle ich dir alles aus, mache ich gerne mit. Und dann gibt es auch so ein bisschen mehr Ruhe. Ne? Weil wenn er da schon Nein sagt, ja, gleich weiter. Ne? Also zum Thema Certified Pre-Own, was sage ich zu den Preisen? Ich habe es ja vorhin anfangs schon gesagt. Noch einmal, du zahlst den Mehrwert, dass da unten Rolex steht, in beige gehalten, hier alles grün-beige. Das ist das Zertifikat, das ist das, was Rolex rausposaunt. Ja, Certified Pre-Own, entweder bist du bereit dafür, das zu bezahlen, den Mehrwert. Ist das immer besser? Jein, sage ich ganz bewusst. Ich bin überzeugt davon, die machen eine gute Arbeit und das ist natürlich geil als Karte, als Visite. Hier, pass mal auf, historisch gesehen geil, ich habe hier nochmal die Bestätigung, neue Papiere, plus vielleicht noch die alten im besten Fall. Also ich habe absolutes Fullset, neue Bestätigung von Rolex, plus Revision, plus alles. Natürlich ist das top, ja, aber dann ist die Frage, willst du da die 20% mehr bezahlen, 30%? Die Uhr zum Beispiel finde ich jetzt wiederum nicht so teuer im Verhältnis zu das, was zum Beispiel Graumarkthändler nehmen für eine gleiche Uhr in dem Bereich. Mhm. Da liegen wir ja auch bei 7.000, 6.500, 6. Ja, da kannst du schon sagen, komm, zahle ich dann den Tausender mehr, aber ich habe dann nochmal Rolex-Papiere. Und sparst dir die 500 bis 800 Euro für die Revision. Die ja auch. Und sparst dir alles, da ist ja alles gemacht worden. Die Uhr ist jetzt so, wie sie ist, top und tragebereit. Also die sieht auch gut aus. Ich habe aber auch schon schlechtere Ergebnisse gesehen, ne? Also was die Gehäusebearbeitung angeht. Also die und hat glaube ich 2 Jahre Garantie wieder, Luca, ne? Noch da und 2 Jahre wieder Garantie, Händlergarantie. Ich habe meine nicht vergessen, ja, ne? Aber ich finde es gerade witzig, da steht, die Uhr ist gerade nicht verfügbar. Also leicht mit so im gelber Schrift stand das, glaube ich, gerade neben dem Preis. Ja. Okay. Mhm. Ja, wer weiß, vielleicht haben die jetzt auch schon auf irgendwie solche Uhren jetzt auch schon Wartelisten oder so, weiß man nicht. Oder die kommt schon früher online, bevor sie überhaupt angeliefert wurde wer weiß das schon, ja, keine Ahnung. Ist aber auch ein bisschen komisch, dass man hier, ich sag mal, CPO-Uhren anbietet, die dann doch nicht mehr verfügbar sind. Ja. Ne? Also, geht ein wenig an der eigentlichen Hoffnung davon vorbei, ja. Vorbeigucken gehen und sich verwöhnen lassen. Genau. No. Also wenn das so weitergeht, dann kaufe ich nur noch Omega. Was nein, aber ich sag mal, guck dir auf jeden Fall bei denen auch mal eine Dayjust an. Ne? Oder, na, okay. Also wenn ich sowas sehe, finde ich ja auch geil. Ne? Ey, 16, super geil, eine 1803. Knickblatt Daydate, für mich die schönste, an so einem schönen Lederarmband. Guck mal, wie geil, elegant. Noch dazu wie neu für die Optik. Und wie neu, so eine Uhr. Also, und auch für das Geld, das finde ich schon wieder gut. Weil es von Rolex ist, ne? Certified Pre-Owned. Das ist eine geile Uhr. Mit Rolex-Papiere, neue. Das ist geil. Ja, deswegen, die sind nicht immer unbedingt zu teuer. Man muss genau gucken. Das ist so ein Ding. 12,6 finde ich jetzt nicht dafür, dass sie. Auf einer Messe kriegst du die für 9. Also oder in den letzten 3 Monaten haben die sehr stark die Preise angeglichen. Die waren total überteuert vorher. Ja. Also die waren fernab von Gut und Böse, aber in den letzten 3 Monaten haben sie den Mut besessen, viele Uhren runter zu preisen, auch teilweise zum Minus, wie sie mal angekauft haben. Bei manchen ist es nicht so, bei Rolex ist es aber so, da haben sie teilweise angeglichen. Richtig. Aber wenn sie zum Beispiel haben ein paar APs da und so, wenn du die Preise guckst, die sind immer noch fern von Gut und Böse. Ja, ja, die APs, da weiß ich auch nicht, was die da, also, ja, gut. Anderes Thema. Sehr, sehr selten. Ja, wo ich sehr, die auch gerade fange. Mit dem Blatt, die Oyster Perpetual 36er Referenz, mit dem Blatt sehr, sehr selten. Das sagte ich ja eben, mit Oyster Perpetual sollte er sich mal angucken. Da sind nämlich auch wunderschöne Uhren dabei, die dann auch in dem Preislimit liegen. Wow, coole Uhr. Mal was ganz anderes.
Ne? Ja. Ja, die habe ich auch so noch nie gesehen. Also du hast gesehen, wir haben ja jetzt so eine breite Masse gezeigt an Uhren, verschiedenster Preisklassen, verschiedene Möglichkeiten. So würde ich auch an deiner Stelle jetzt mal rangehen, ne? Ja. Ich würde aber eher darüber, wie gesagt, passiert ist. Also, dass ihr hier, ich sag mal, Stunde 20 so über mein Thema spricht. Also das würde kein anderer Kanal machen. Also schon mal hier Werbung. Dankeschön. Und vor allem Daumen. Das war auch das letzte Mal, Peter. Ja. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Nur mit Schulung. Normalerweise nur mit Schulung, gebe ich dir recht. Aber ja, heute haben wir uns mal die Zeit genommen. Ist ja auch ein Mehrwert auch für die Leute da draußen, dass sie einfach mal mitkriegen, okay, wie machen die das? Wie gehen die da vor? Ja. Wie würde das der Luca machen? Und dann, noch einmal, Schulung steht jedem frei, kann man machen. Soll man einfach einen Termin machen bei mir. Und wie gesagt, ich rate zur Achtsamkeit nicht einfach drauf los und nur, jetzt bin ich heiß wie Frittenfett, ich kenne das. Oh, jetzt habe ich gerade Geld oder habe einen schönen, erfolgreichen Abschluss, jetzt habe ich hier 5.000 gespart, jetzt muss ich sofort los, jetzt brauche ich ganz schnell Rolex. Ja, vielleicht ist es besser, noch die ein, zwei Wochen Chance, dass du Klump kaufst, das ist... Genau. Ne? Wir haben es ja gerade gesehen, wir haben gesagt, schaut cool aus und dann haben wir genauer hingeschaut. Hier hast du da eine für 100 Euro. Ja, die reicht doch für 100 erstmal. Das ist eine für 100 Euro. Ich würde erstmal noch verhandeln, Mr. T. Ich steige gerne mit 80, das ist immer gut. 80 ist viel bezahlt. Ne? So, dann wollen wir mal rüber zu den Unboxings gehen. Wir haben ja noch ein paar Unboxings. Wir haben jetzt 1 Stunde 30 und jetzt einmal der Hinweis. Also erstmal vielen lieben Dank an Micho. Micho hat nämlich eingeladen. Micho hat mich eingeladen und lädt auch noch ein paar Leute von euch ein. Ein paar haben sich schon bei uns angemeldet. Und zwar werde ich am Samstag, diese Woche Samstag in Wien eintreffen. Und kam eigentlich sehr zufällig, ne, Micho? Wir haben hin und wieder mal gesprochen, hast du mich gefragt, Mensch, wann würdest du mal nach Österreich kommen? Ich habe auch immer wieder gesagt, ich versuche der Community das möglich zu machen. Ist natürlich mit Family und Arbeit bei mir nicht immer so leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe es hingekriegt und habe tatsächlich sturmfrei und wäre sonst alleine zu Hause. Habe ich gesagt, nee, dann nehme ich genau das Wochenende und hau ab. So, und deswegen komme ich jetzt. Ich habe meiner Mutter gesagt, die soll hier bleiben und aufräumen und putzen, so wie es sich gehört. Ja, also, Spaß. Und am Montag den Stream machen, ne? Und den Stream auch noch machen, ne? Genau. Ne? Nein, aber ich habe gesagt, jetzt passt es und komm mal rüber und werde Österreich besuchen. Samstag hat Micho eingeladen und wenn ihr da Interesse noch habt, ein paar Plätze sind frei, weil wir haben nur eine begrenzte Zahl. Micho, ne? Du hattest da was organisiert für Samstagabend. Genau, also die Leute sollen sich bitte entweder per Instagram bei mir melden oder per WhatsApp, wie auch immer, und je nach Anzahl werden wir dann schauen, welche Location wir dann auswählen. Genau. Ne? Genau, so war das. Richtig. Ne? Alles sehr vertraulich. Kurz vorher wird es dann auch die Adresse geben, ne? Damit das genau, also ich sage am Freitag, am Freitagabend oder Samstag tagsüber, aber wahrscheinlich am Freitag sage ich Bescheid, wo das stattfindet. Genau. Und ja. Ne? Und ich komme am Samstag mittags oder vormittags komme ich im Prinzip, wenn alles gut geht, gelandet in Wien. Freue mich, das erste Mal für mich Wien. Meine Eltern waren schon mal in Wien, ich war noch nicht. Deswegen habe ich gesagt, jetzt bleibt ihr hier zu Hause, ich fahre jetzt mal dahin und freue mich schon sehr auf Wien. Und habe dann einfach mal ein paar Tage länger dran gehangen. Deswegen, Harry, du bist ja auch, ich weiß nicht, ob du da bist am Wochenende, aber ich hatte gedacht, vielleicht kannst du am Sonntag oder Montag, dass wir uns mal treffen. Sonntag wird definitiv gehen. Du musst mal das Sonntag wird definitiv gehen. Das würde nämlich sehr cool sein, weil, wie gesagt, ich habe 2 Tage drangehangen, bis ich erst zurückfliege und würde mir mehr Zeit nehmen. Und dann könnte man ja auch sich dann treffen mit uns, sozusagen. Harry, ich weiß ja, wir können auch uns alleine treffen, aber ich sag nur, dann könnten wir auch mal so eine kleine Tour machen. Sonntags kann man irgendwo essen gehen und dann kann, wer möchte und Zeit hat, sich mit uns treffen. Jederzeit. Und dann ja schön was machen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Dass wir vielleicht auch draußen was machen können, spazieren gehen. Das Wetter, es soll am Samstag zum Regnen anfangen bis am Montag. No. Ich habe einen großen Regenschirm für uns, Luca. Okay, gut. Oh, schade, ne? Ich habe mich schon gefreut. So Sonne werden wäre. Ja. Aber wer weiß, Wetter kann immer noch. Ne? Warten wir erstmal ab. Aber ich wollte es euch nur sagen, also an alle österreichischen Leute da draußen, an die Österreicher, an die Community, würde mich sehr, sehr freuen. Vor allem speziell die Leute, die in Wien Umgebung wohnen, wenn ihr es einrichten könnt. Ne, ich bin da nicht scheu, sprecht mich an, lasst uns treffen und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das geht. Ne? Ja, nee, auf der Rückfahrt, ich komme mit dem Flugzeug, Ingmar. Ingmar, sonst hätte ich dich schon abgeholt mit dem Auto und dann wären wir zusammen noch gefahren, aber ich fahre nicht mit dem Auto diesmal. Also ich fliege. Das ist ein bisschen zu krass, der Trip jetzt nach Wien. Das könnte man noch ein anderes Mal machen.
Also wie gesagt, erstes Mal, und da werde ich auch eine Watch-Safari machen am Samstag und wahrscheinlich am Montag. Am Montag werde ich dann auch nochmal Aufnahmen machen, wo ich dann rumgehe, weil dann die Läden ja auch wieder aufhaben. Ne? Genau. Genau. Also, so viel dazu. Meldet euch bei Misho oder bei mir, aber am besten wäre eigentlich bei Misho, falls ihr die Internetseite, die Instagram-Seite nicht kennt, Misho. Ja, Misho Watches. Genau, Misho Watches. Einfach mal suchen, sonst auch über mich kommen und dann würden wir euch eine Rückmeldung geben, sozusagen, oder der Misho, wann das ist, ob es noch passt, ob ihr doch dazukommen könnt. Wie gesagt, genau, ein paar Leute haben sich schon angemeldet. Ja. Genau. Sonst noch was? Nee, also wie gesagt, also wenn es am Samstag nicht gehen sollte, wenn vielleicht sich mehr Leute anmelden, dann haben wir natürlich auch den Sonntag oder den Montag noch, wo wir was planen könnten. Dann machen wir halt am Sonntag auch noch ein Abendessen irgendwo und das würde auch noch gehen. 5, 6, 7 Leute ein. Also je nach Anzahl. Genau, ich spreche jetzt auch mal mit Harry noch, genau wie wir das machen und wann er Zeit hat. Und dann können wir auf jeden Fall was Cooles starten machen. Genau, ne? Das möchte ich mir nämlich nicht nehmen lassen. Freue ich mich schon auf ihn. Schön. Super. Wird doch mega. Ja, glaube ich. Freue mich echt. Also ich bin echt schon ganz gespannt. Top. Ja, also so viel dazu. Dann machen wir weiter mit den Unboxings. So, Dennis. Ja. Soll ich anfangen? Das wäre sehr, sehr lieb, wenn Sie anfangen. Oder als Nächster weitermachen, weil Mr. T hat ja schon vorgelegt. Boah, schon was Schweres, wenn ich schon... Boah. Ja, man muss ja so tun, als ob, ne? Dürfen wir denn raten? Ist ja, sicher doch. Ja, erstmal von der Marke her, wollt ihr da schon raten oder wollt ihr... Ja, ich sag Tudor. Falsch. So. Gut, da bleibt nicht viel, ich sag Rolex. Ich stelle mal kurz die Kamera einmal so rüber. Einmal auf schnell. Ich hoffe, der fokussiert so halbwegs. Ja, auf grün ist doch. Warte mal, ich mach kurz einmal so ein... Du musst den Effekt wegnehmen. Wobei eine ganz weiße Box, Rolex, Fragezeichen. Ja, ja. Total Umverpackung. Naja, die Umverpackung ist aber normalerweise ja nur eine Hülle, dann seitlich offen, oder? Ja, Pappkarton. Aber die Technik versagt bei mir gerade. Ich kann die Kamera nicht umstellen. Unter Einstellungen diesen Filter. Nee, ich habe ein Unterprogramm für die Kamera. Das ist okay. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber der macht mir gerade 2000 Screenshots, anstatt die Einstellungen zu übernehmen. So, jetzt. Jetzt müsste es klappen. Jetzt. Ja, 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 super. Gut. So, sorry fürs Warten. Also. Packen wir erstmal hier schon mal aus. Celebrations. Ja, habe ich schon recht. Oh. Dem Stück ich können wir auch schon mal weitermachen. Nee, Celebrations nicht. Fangen wir ganz verfuhren, sie ist neu. Jein. Ja, komm, man kann von einer relativ neuen sprechen, ja. Sie ist in Stahl. Ja. Sie ist ein Sportmodell. Ja. Es ist nicht deine erste. Ja. Sie hat eine zusätzliche, auf der linken Seite. Sie hat eine zusätzliche Komplikation. Nein. Sie ist eine Dreizeiger. Ja. Mit einer grünen Lünette. Nein. Mit einer blauen Lünette. Mit einem blauen Blatt. Nein, auch nicht. Schwarz, vielleicht von der größentechnisch sind wir da unterwegs, wo wir heute den Fokus auch drauf gesetzt haben von den meisten, 36. Die wir uns haben. Ja. Nee, jetzt wird spannend. 36er mit einem Tropical Blatt. Eigentlich relativ simpel. Ich glaube, ja, Jean-Luc hat es auch schon richtig erraten gehabt. Explorer. Ja. Geil. Richtig. Cool, Liebe. Schön. Sehr, sehr schön. Ein bisschen einfach raus. Schlicht, aber sehr cool. Habe ich den Kamerawinkel ein bisschen komisch, aber jetzt kriege ich es. Man sieht sie gut. Toll. Die neue, das aktuelle Modell. Das ist das aktuelle Modell, ja. Sehr schön. Zwar beim Grauhändler gekauft, aber relativ neu. Also die ist tatsächlich vom Januar. Also ich habe sie vor, lass mich nicht lügen, 2, 3 Wochen gekauft. Also quasi beim Konzi abgeholt worden und dann gleich bei Gold Luxury wieder abgegeben. Ah, okay. Ja, habe auch einen guten Schnapper gemacht. Ich wollte auch unbedingt die Moderne haben, weil mich einfach hier das
die Schließe überzeugt hat, obwohl ich sonst auch eher ein Fan von der Blechschließe bin, hat es mich hier überzeugt mit dem, dass die neue Schließe hat, aber dennoch so schmal und so klein ist, dass sie dennoch sehr, sehr bequem ist. Sonst würde ich eher die Blechschließe bevorzugen, aber dann hat es mich hier nochmal etwas angetan mit den Indizes selber, dass sie größer sind. Und was mir echt nicht gefallen hatte, zumindest in meinem Kopf, die 369, dass die dann weiß angemalt sind, aber keine Lume haben. Hm. Das war etwas, das gefällt mir bei der neuen doch deutlich besser und alles ein bisschen stimmiger für mich selber von der Gesamtgröße her. Herzlichen Glückwunsch, leg dir mal an. Dankeschön. Ja, Glückwunsch. Applaus. Tolle Uhr. So zeitlos einfach, ne? Und ich finde vom Band her noch sehr schön, ne? Da ist auch die Harmonie zwischen Schließe und Band noch sehr schön. Die Schließe wirkt hier nicht so wuchtig. Ne? Ja, absolut. Ja. Also hier wirklich von der Größe her und ich glaube, die geht auf mega. 14 mm runter. Also das ist wirklich, also die Uhr spürt man auch kaum. Gut, die passt aber perfekt, ne? Ja, passt super. Die passt ja perfekt. Boah. Die Verjüngung auch. Für mich eine der schönsten aktuellen Referenzen. Hört sich doof an, aber die ist top. Die ist super. Die sich verjüngende Band ist unwahrscheinlich schön. Mhm. Oh, Glückwunsch. Danke. Und wie du sagst, die Schließe ist wirklich sehr, sehr zierlich. Also ja, zierlich absolut, ist der falsche Ausdruck, aber stimmig, sagen wir mal. Weil, Harry, die erinnert mich an die alten Blechschließen. Ja, genau. Von der Proportion. Genau, aber sie ist zwar spurlänger als wie die Blechschließen. Aber so gesehen extrem passend zu der Proportion vom Band. Ja, und das gefällt mir zum Beispiel bei der Sub nicht so gut. Na, die Sub-Schließe, die Neiche ist eine Vollkatastrophe. Ne? Ich meine, du brauchst dann an 25 Armumfang. Ja, ja. Die ist so derartig lange, dass für kleinere, also kleiner, wenn du 17 Handgelenk hast, ist schon fast zu groß. Ne? Ja, eben. Ja, und ich muss auch sagen, meine erste moderne Rolex. Und auch diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel bei dem Anheben, dass man hier noch so ein kleines Gelenk sozusagen hat, ja. Das ist schon wirklich fein gemacht, das muss man sagen. Ne? Und natürlich auch das Easylink selber. Gut, bis jetzt noch nicht genutzt, weil der Sommer noch nicht da ist oder die Temperatur an meinem Arm noch nicht da war. Ja, du wirst es noch schätzen lernen. Dieser Easylink-Feinverstellung hin oder her, aber der Easylink ist genau das. Bumm, Sommer, bumm, wieder rein, fertig. Das ist wirklich, ja. Ich verwende den auch irrsinnig gern. Aber da muss ich auch noch eine Lanze brechen, weil ich selber noch eine Black Bay Pro habe. Und da ja auch die moderne neue T-Fit-Schließe von Tudor ist. Zwar ist die von Rolex nach wie vor noch so ein Quäntchen feiner verarbeitet, aber die T-Fit-Einstellungsmöglichkeit selber, muss ich sagen, da hat Tudor wiederum dem Easylink nochmal ein Stück voraus. Also das ja, aber die Frage ist, brauchst du es? Ja, eigentlich pendle ich auch nur zwischen zwei Größen, die du eigentlich auch hier hast. Ne? Das ist wirklich so. Das muss ich dir lassen, ja. Das stimmt. Aber sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Ich will die gerade mal ein bisschen filmen auch, damit ich die in der Story poste. Ja, da sieht man es. Wow, also Glückwunsch. Und das sind jetzt wirklich 36? Okay. Das ist 36. eine 36er und ich habe ungefähr so 17,5 bis 18 Zentimeter so ungefähr, je nach Temperatur. Deswegen, auch eine Dayjust steht ihm, eine Vintage Dayjust würde ihm auch stehen. Das kann alles dran. Ja. Man muss dazu sagen, gerade die Explorer, weil ich habe mir auch viele andere 36er angeschaut, auch Dayjust unter anderem. Und die Explorer wirkt auch noch mit am kleinsten von all denen, gerade die moderne. Echt? Ja, also wenn du die nebeneinander hältst, die Dayjust-Modelle und die Oyster Perpetual 36er-Modelle sind ein kleinen Hauch größer. Okay. Ich glaube auch bei der 36, also bei der 36 Explorer, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Maße im Kopf, ich glaube aber, der Durchmesser ist hier genau gemessen bei 35, schieß mich tot und bei den 36er Dayjust Modellen bist du näher an der echten 36 dran. Mhm. Und aber wie gesagt, meine Meinung, die passt, zumindest auf der Kamera, wenn man sieht, die passt da wirklich perfekt. Ja. Also ich bin auch absolut, also ich bin generell ein Fan von kleineren Uhren. Manch einer hätte vielleicht bei mir auch die größere genommen, weil ich selber bin 1,90 groß, aber so am Handgelenk selber und so weiter. Also ich feiere es total ab, auch einfach gerade hauptsächlich wegen der Bequemlichkeit bei der Uhr, muss ich echt sagen. Und die ist auch von der schön flach, also die rutscht auch schnell und gerne nochmal unterm Hemdkragen oder einen Pulloverkragen oder wo auch immer man sie gerade einsetzen möchte. Insgesamt super gut und halt
Dreizeiger, muss ich schon sagen, ist mittlerweile auch so ein Ding, was ich echt mag, weil es einfach so simpel ist, die einzustellen am Ende. Ne? Kein Hackmeck mit einem Datum oder sonst wie was. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Harry, mit deiner Skydweller, wenn du die mal wieder einstellen musst. Also ich muss das sagen, die Skydweller stelle ein so in 20 Sekunden. Oben im Filmprogramm. Ist mit diesen Lünetten Action, was du praktisch die Lünette zum Einstellen verwendest, es geht wirklich so schnell. Also man fürchtet sich davor und glaubt, das ist ja kompliziert. Es geht wirklich schnell zum Einstellen. Wenn man mal weiß, wie es geht. Aber was mir bei derer besser gefällt, ist eben diese 369. Das ist nicht nur Strich-NTC, sonst wie normale OP. Sondern wirklich dieses 369, was natürlich auch Air King und, aber trotzdem, ich finde, das macht die Uhr aber trotzdem noch, wie soll ich sagen, spezieller. Also mir gefällt es besser, ja, als wie eine normale OP mit normalen Indizes. Und natürlich die Mercedes-Zeiger, ne? Die kriegt man sonst bei kaum einer 36er. Ne? Ja, ja. Sofern man das mag. Die Skydweller wäre auch nichts für deine Handgelenk, dafür ist die viel zu wuchtig. Das ist was für den Harry und für mich mit robusteren Handgelenken. Ja, vor allem die Höhen da ist. Also, ja. Mich schon Luca aufmachen. Ich war nicht am Schlafen. Dicke Grüße gehen aus an Mike Linder. Mike Linder schreibt mir gerade. Er sagt: Ey, lebst du noch? Ich sehe, ja, ich streame gerade. Ja, der hat angerufen, da war ich gerade am Kochen und jetzt hat er nochmal geschrieben, ich habe dich zurückgerufen und gesagt, ich wollte nur wissen, ob du noch lebst. Ich sage, ja, ich streame gerade. Ich weiß nicht, bei mir ist momentan sehr viel Stress. Ne? Ich bin froh, dass ich meine Streams schaffe, aber ich habe viel auf der Arbeit momentan. Aber ich versuche trotzdem noch Leuten zu antworten. Ich habe auch heute wieder vielen Leuten geantwortet auf Instagram, aber manchmal gibt es auch Phasen. Ich glaube, ihr kennt das jeder auf der Arbeit. Also momentan ist bei mir echt, ich habe viele Projekte rangezogen, was ja gut ist. Also ich habe gerade viele Projekte, aber die müssen ja dann auch weiter vorangetrieben werden und gemacht werden und das laugt. Und ich merke das jetzt, dann gehe ich manchmal auf die Couch abends nach dem Stream oder so, da habe ich meistens noch eine Stunde Fernsehen geguckt, noch so zum Runterkommen Film geguckt mit meinem Schatz. Ey, ohne Scheiß, ich penne jetzt ein, ne? Das war früher nie so, ne? Ich penne auf der Couch ein dann. Ich völlig fertig, ne? Tja. Man wird nicht mehr Alter, Luca. Das Alter. Hör auf! Ich bin doch nicht so alt. Willkommen in unserem Alter, Luca. Nein! Da ist er noch weit weg, glaub mal. Da ist er noch weit weg, da 25 Jahre. Ey, das ist doch, ne? Nix da. Nur feiern. Ja. Party! Ja. Heute machen wir richtig einen drauf, so zwei Stunden später. Stream am Wien, aus Wien am Montag, ja, natürlich. Geht. Aber nur über Handy. Oder ich nehme Tablet mit. Ja, muss mal gucken, wie ich das mache. Aber ich mache mir da jetzt auch nicht so einen Stress. Aber wenn wir das hinkriegen und Internet passt, ja, warum nicht? Dann kann man auch streamen. Einen kleinen Stream. Wird schon gehen. Wird schon irgendwie gehen, oder? Explorer wird immer einer der schönsten Rolex sein, sagt Stevie GMT. 5 Euro. Prost. Von Stevie. Vielen lieben Dank, Stevie, für deinen Superchat. Muss ich zustimmen. So. Ja, hat er recht. Ist ein absoluter Klassiker. Ne? Michael Abke ist seit 13 Monaten auch Mitglied. Du bist alt. Dankeschön, Michael. Oder ich mache zu viel. Kann auch sein, ne? Ein bisschen Ruhe, ne? Mal bewahren. Ist auch mal vielleicht gut. Ein bisschen mehr Pausen einlegen auch mal. Ja, so, was haben wir denn noch? Okay. Ja, krass. Schön. Schön, dass wir mal einen Explorer wiedersehen. Top, freue ich mich. Jetzt haben wir noch jemanden, der unboxen will. Und zwar ist das der Micho. Ne? Ja! Wir dürfen raten? Oder? Sehr gerne. Wir sagen Tudor, sage ich. Nee, nö. Es geht in die Richtung. Nö. Na, okay, dann Rolex. Ja? Ja. Ist jetzt die Frage, was Neues oder was Altes? Nagelneu tatsächlich. Wow! Dann sag ich Sub No Date. Aha. Okay. Aber warum? Doch bei ihm Skydweller hast du ja, ne, oder? Yep. Ja, ich ein. Die weiße. Die weiße, ja, aber nochmal eine Skydweller nicht. Also Le Mans Daytona, sagt John Luke. Auf das arbeite ich hin. Da arbeitet er hin, ne? Ich sag mal GMT Master. Ja, sag ich auch. Okay. Ich halte mich raus. Ich glaube, ich weiß es, sofern da nicht schon wieder was Neues gekommen ist. Ja, ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ich glaube, ich weiß auch. Traum es nicht sagen, weil.
Ja, lasst euch überraschen und es ist tatsächlich okay. Die. Ja, Rootbier! So ist es. Geil. Ha. Ja. Die schönste von den aktuellen. Woo! Ich habe jetzt seit 2-3 Wochen, ich habe es auch zweimal auf Instagram, glaube ich, gepostet und ich wollte sie schon unboxen bei dir, aber da war Marcello drin bei dir im Stream und. Da kam keiner dran vorbei. Ja, also ich habe schon einmal nach einem Allemand angeboxt und das ist nicht gut für mein Ego. Sehr schön. Und ja, also ich habe mich ja, oder ich hatte ja Interesse an der Uhr in der Hype-Phase tatsächlich. Und da hieß es ja irgendwie so 3 bis 5 Jahre Wartezeit. Und sehr geil. Sehr schön. Super. Ja. Mega, Glückwunsch, ey. Und dann habe ich mich tatsächlich auch nicht auf die Liste aufschreiben lassen, weil es mir einfach zu lange gedauert hat, weil 3 bis 5 Jahre war mir einfach too much. Und was ich sagen wollte, das Unboxing geht an Mark H., das möchte ich ihm widmen. Süß! Das ist ja süß. Aua! Ich weiß nicht, ob er noch im Chat ist. Ja, auf jeden Fall, ja, also nachdem ich jetzt nicht unbedingt lange warten wollte, habe ich mich für eine andere entschieden und ich habe vor 3-4 Wochen den Anruf bekommen, ich könnte eine erhalten, wenn ich möchte. Und ja, da habe ich mich tatsächlich für die entschieden. Da ich sowieso eine in Roségold haben möchte und Stahlrosé steht mir, glaube ich, halbwegs gut. Und ja. Vor allem das Tragbare, der Burak hat ja die Vollgoldene und die knallt halt schon sehr extrem. Sehr, ja, ich stehe auf der Liste noch wegen der und die wollte ich auch tatsächlich haben, aber ja, also ich sehe auch den Preis nicht mehr. Ne? Also wir sind halt bei uns in Österreich schon bei 42 irgendwas. Ja. Und das habe ich auch in Konzi gesagt, dass ich mich da auch runternehmen lassen möchte von der Liste, weil einfach, ja, der Preis also für mich ist im Nachhinein trotzdem eine GMT. Ne? Also, ja. Und so blöd es ging, die steht ja nicht weit hinten nach, ja, der Vollgoldene, weil die Grundoptik ist die gleiche, ja, und kostet ein Drittel davon, ne? Also nicht ganz, ein bisschen mehr als ein Drittel, aber doch ja. Einiges günstiger als die Vollgoldenen. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde es, wie gesagt, tragbarer, weil, wie gesagt, ich bin im Buraxe Vollgoldenen schon ein paar Mal probiert. Ja, ich finde halt auch, dass die zu meinem Typ und zu meinem Stil passt, ne? Also ich trage sehr viel Schwarz und Weiß und ich bin eher casual unterwegs, von dem her. Hast du dich richtig entschieden? Denke ich, die passt. Denken wir auch. Und dadurch, dass Mark H. die letzten Male immer getrollt hat, dass die Cartier kacke war, die Moser, die 16-10 Pepsi, habe ich jetzt was ganz Besonderes für ihn, weil er wartet ja auf die oder hätte sie ja kriegen sollen. Ja, mega Glückwunsch. Mega. Ja. Herzlichen Dank, ja. Toll, toll, toll. Und wie schlägt sie sich von der Tragezeit gegen die anderen, die du gerade aufgezählt hast? Ja, ich trage die sehr wenig, muss ich sagen. Ich warte wirklich auf schönes Wetter, weil ich möchte sie jetzt nicht unbedingt gleich am Anfang zerkratzen. Hm. Sobald es etwas schöner ist, trage ich die sicher öfters. Okay. Also die Mozart jetzt und die Cartier eigentlich die meiste Tragezeit und die Laurent Ferrier. Muss ich da, die ist halt auch irgendwie, die passt zu allem, ne, die Uhr. Ja, die steht aber sehr gut da. Wie lange bleibt noch die Laurent-Ferie? Bis zum nächsten Treffen, das findet Ende April statt. Haben wir uns schon einen Termin ausgemacht, dann muss ich sie zurückgeben. Aber sie hat Mitleid mit mir und lässt sie vielleicht noch. Die nächsten 10 Jahre. Monate. Also ich finde die Uhr mega. Also die hat ja wirklich Patek-Niveau, wenn vielleicht sogar nicht drüber. Und ja, absolut. Die ist einfach mega vom Tragekomfort her und von der Verarbeitung. Die passt wirklich zu allem. Ob ich die jetzt zum Hemd anziehe, zu Jeans und einem Shirt. Also, ja. Ich habe mich in die Uhr tatsächlich verliebt. Ne? Glaube ich. Nachvollziehbar. Mensch, aber falls die Nähe zusieht, ja. Aber was sagt denn dein Konzi, wenn du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie sieht er die jetzt die aktuelle Situation? Gab es da so ein bisschen was, wo der so raufgeplaudert hat? Oder? Ja, also ich glaube, dass es jetzt kein Geheimnis ist, dass die Goldmodelle jetzt leichter verfügbar sind. Ne? Und ich glaube,
Da kam man von einer D-Date bis zu einer Datejust Bicolor, auch eine Wimbledon, nehme ich mal an. Leichter bekommen wie vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Ne? Also ich habe tatsächlich, die GMT hätte ich kriegen können, die Everrose. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, also jetzt sind wir schon irgendwo preisig so weit, dass ich... Ja, schon heftig. Und vor allem, wenn man sich... Schon vor allem, wenn man sich halt wirklich ein paar Grauhändler ansieht, ne, die ballern die Uhren raus für 35, 34 Grad, da sind wir schon fast bei 10K Unterschied. Ne, und ja, diesen Status habe ich noch nicht, dass mir Geld scheißegal ist, ne, dass ich es einfach so verbrennen kann. Das ist der Extremmoment an der Submariner mit dem blauen Blatt. Die kriegst du schon für 34.000 neu auf. Die Altmodelle. Naja. Also die Goldmodelle, die. Ja. Das war schon vor einem Jahr, mein Konzi. Also, wieder drehen nach unten ging, wurde mir eine Submarine in Vollgold angeboten zum Mitnehmen. Also, in einer Woche könnte ich sie quasi abholen. Und da habe ich auch mit Nein antworten müssen. Die einzige, die noch nicht drunter ist, die ich noch nicht drunter gesehen habe, die sich noch im EK hält, ist die GMT Master 2, die neue. Ja, aber die wird auch die grauen Lünette. Ach so, die meinst du, ja. Ja, aber die wird auch dieses Jahr unterkommen. Ja, die ist auch schon bei 40. Ja. Ja, doch, doch. Der Einzige, was ich noch hält, sind, glaube ich, die D-Dates. Rosé-Gold mit den Oliven-Zifferblatt, die grüne. Ja, also noch Hype-Modelle, wenn man so möchte. Ja, aber man sieht zum Beispiel die Pepsi und auch die Sprite und so, die werden trotzdem weiterhin, ne, wie wir es schon in den letzten Wochen beobachtet haben, hochgehandelt hier, ne, bei Chrono. Mhm. Also ja, da Pepsi ist ja schon sogar an. Luca, Pepsi sogar an. Ja, Micho? Sorry, ja, also die Sprite ist ja tatsächlich mit dem Preis draufgegangen. Ne? Also ja, yeah, Sprite zieht an, Pepsi zieht an. Ja, das bleibt spannend. Also jetzt bis zur Messe, da bin ich mal gespannt. Wenn da was rauskommt, ob es dann wieder ein bisschen kracht oder hier die. Ne? Ja, ich glaube halt bei der Pepsi, dass viele spekulieren, dass sie eingestellt wird. Ne? Und von dem her... Habe ja, ich heute auch noch was im Internet gesehen mit der Pepsi, dass die Pepsi in anders Werk verlagert hatten und die überhaupt nicht. Ja. Dann verkaufe ich sie ganz zufällig, verkaufe ich sie dann. Nein, aber ich habe ja keinen Stress, aber irgendwann, ich überlege sie echt zu verkaufen, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Mit Ankündigung schon. Deswegen ist das schon okay. Aber jetzt mache ich mir auch noch keinen Stress, ich warte jetzt erstmal ab. Ja, aber sonst Batman, ja. 16,9. Das ist ein bisschen wieder weniger geworden, ne? Ja. Das war doch noch, wo wir letztes Mal geguckt haben, vor 3 Wochen, da waren wir bei 17,5. 18. Ja, Batman, Batgirl sind runter beide. Ja, ich glaube aber generell, das hat beim Konzi nicht mehr so gefragt, das wie die anderen Modelle. Aha. Es ist doch die Spread, ist ja die Spread im Nachgang gekommen. Jetzt sind die Grau-Schwarzen gekommen. Okay, da ist halt Guida der Stahlgold dabei, aber ich glaube, dass die Batman nicht mehr so gefragt ist oder so gehypt ist, sagen wir mal so, wie es beim Rauskommen war. Ich glaube ja, wenn die eine schwarz-graue Lünette machen bei einer Stahl, ganz Stahl, boah. Ich glaube, das ist das. Das wäre schon das Ding so. Was ich ja mal gemacht habe bei Photoshop und der Percy ja auch mal gezeigt hat. Ne? Wobei der Percy hat ja eine ganz graue Lünette. Also, das wäre schon krass. Aber findest du nicht, wenn du jetzt so die Batman hernimmst und das Blau jetzt in diesen hellen Grau denkst, dass das nicht irgendwie, ich will nicht sagen fad ausschaut, aber irgendwie nicht so wirkt wie auf die Stahlgold- oder Goldmodellen? Ja, in ganz Grau weiß nicht, da kommt es glaube ich eher in ganz Schwarz, glaube ich. Ne, das ist ja Schwarz-Grau. Hier Schwarz und dann da Grau. Naja, aber die Lünette ist jetzt die Graue, ne? die Graufarbe, oder? Mhm. Die sind ganz grau jetzt, die Lünette, was du jetzt zeigst. Nee, Bild, nee, schwarz-grau die Lünette. Oben schwarz, unten grau. Das sieht man vielleicht hier nicht so. Aber ah, ja, auf der 8 siehst du es. Bei 18, wenn du es genau schaust, da geht der Strich durch. Okay, jetzt, was du sagst. Okay. Oder so. Grau mit Rot würde ich geil finden. Also Coke Zero. Da ist uns aber schon klar, dass das Unrealistischste ist, was kommen wird. Ne? Dann eher noch die. Apropos Start. Ach ja, nochmal der Hinweis, ne? Also die ersten Gehäuse sind jetzt in der Mache, also die ersten 9 Uhren waren es, glaube ich, die ersten 9 Uhren werden sozusagen jetzt fertig produziert. Und da wird es dann einen Termin geben, da bin ich gerade im Austausch mit Staud, wo dann die Leute die Uhr gerne auch in der Manufaktur abholen können. Mit Empfang und alles. Und
Es sind aber noch ein paar Gehäuse frei. Also für den nächsten Schub sozusagen, der jetzt kommen wird, ja, wer das Projekt unterstützen mag oder möchte, würde ich mich sehr, sehr freuen, der sich vielleicht auch nochmal überlegt. Ich weiß, es ist auch immer Geld, ne? Und ist auch nicht jetzt eine 300-Euro-Uhr, das ist mir auch klar. Aber ich wollte auch keine Uhr rausbringen, die irgendwie, ja, ich sag mal, nicht die Qualität hat, die eigentlich den Anspruch, den ich habe. Und ich glaube, das ist so eine Uhr, die hat einen sehr hohen Anspruch. Und dafür finde ich sie noch fair bepreist, ne? Mit knapp unter 3.000 Euro. Deswegen, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch, wenn dann ihr jetzt noch, weil jetzt können noch die Bestellungen angenommen werden. Die 30 haben wir noch nicht ganz geschafft. Wir haben uns ja so als Ziel gesetzt, mal 30. Aber so 20 wären so, wo er gesagt hat, das wäre schon so, das wäre gut. Aber 30 wäre so Traum von ihm so oder uns, dass das zu schaffen ist. Und das hängt natürlich auch mit euch zusammen. Also wenn ihr das Projekt unterstützt wollt, wenn ihr wollt, dass auch mehrere Uhren mal kommen, in Zukunft auch, dann hängt das natürlich davon ab, wie viele Uhren bestellt werden, weil das Ganze, muss ich euch nicht erklären, mal eben eine Uhr produzieren und machen, weil da gab es ja auch viele Sonderwünsche, die die Community ja abgestimmt hat. Das war ja nicht jetzt nur auf meinem Mist gewachsen und von Staud, sondern das haben wir alles zusammen ja abgestimmt. Auch mit dem Zweizeiger, mit dem Schliff, mit der Petrolfarbe, mhm. Ne? Hast oder? Du ein Bild bei der Hand, weil es sind ja doch sicher viele neu im Chat. Die, was die ja, ich werde jetzt nochmal Instagram am besten zeigen, weil da habe ich die besseren Fotos. Ja, weil meine Liebe, die Marketingabteilung kickt gerade wieder durch. Nee, das Problem ist, ich habe ja mit dem Ivo auch schon gesprochen. Ich sage, ey, du musst mal die Seite, das habe ich ihm jetzt aber auch schon zweimal gesagt. Das Problem ist, du gehst auf die Homepage unter Watch Ragazzi X Staud und dann siehst du halt diese, immer noch diese PowerPoint-Präsentation, wollte ich schon sagen, diese Digitalbilder da und keine echten. Und er hat ja schon längst echte Fotos von der Uhr. So, da habe ich auch gesagt, ey, ne? So, weil wirkt ja immer noch mal anders, wenn du die schönen Fotos hast von der Uhr, ne? Muss ich euch ja nicht erklären, ne? Das ist ja klar. Und das muss er noch machen. Ne? Gibt auch schon die ersten Bilder, wie der Schliff aussieht von dem, hinten der Gravur von dem Watch Ragazzi Logo und alles. Also es ist schon echt cool. Genau. Ich komme sofort hier mit den Bildern. Einen Moment. Das Ziffernblatt ist auch nicht ganz so einfach, wie er geschrieben hatte, ne? Deswegen dauert es jetzt auch gerade ein bisschen länger noch, ne? Genau, das Ziffernblatt ist nicht so einfach zu produzieren. Das ist schon aufwendig. Vor allem der Schliff. Das ist ja auch da, das erste Mal für ihn. Und das erste Mal Zweizeiger. Und das erste Mal Sondermaß, was die Sekundenzeiger, die Kundenzeiger, sondern den Zeigersatz angeht. Hm. Also, das ist schon keine Standard-Schnulli-Bulli-Uhr. Ja, und Gunmetal auch. Die Zahlen, die Breguet Numerals in extra groß und dann in Gunmetal. Mega. Das sieht ja aus wie Schwarzpolitur. Mhm. Wer es ja auf der Messe gesehen hat, der weiß das, ne? So, jetzt kommen die ersten Bilder. So, jetzt zeige ich es euch nochmal hier. Da sieht man das Blatt nochmal in Detail. Auch mit dem Namen Sensor Secondo. Super. Und hier sieht man das Gehäuse, ne? Hier sind die ersten bestellten Gehäuse, die jetzt alle angeliefert worden sind. Auch für ihn eine Premiere in 38 mm. Und hier unten sieht man nochmal die Details, Watch Ragazzi Edition, auch sehr schön gemacht. Ich bin da sehr stolz drauf auf die Uhr, ist eine tolle Uhr. Nur wie gesagt, ein paar, wäre schön, wenn wir noch ein paar an den Mann und an die Frau bringen wollen. Deswegen, wenn einer Interesse hat, würde mich freuen, wenn er das Projekt noch unterstützen kann. Weil dann hoffe ich, dass wir vielleicht auch irgendwann mal ein Chrono rausbringen können oder eine andere Uhr mit dem Ivo. Und nur wie gesagt, das ist auch immer teuer und das, da geht auch viel Geld rein in die Entwicklung, weil, wie gesagt, das ist keine Standarduhr, die er rausgehauen hat, wo einfach nur Logo von mir drauf, das wäre die einfachste Variante gewesen. Na, nehmen wir ein schwarzes Blatt, machen wir Logo drauf, wäre auch vielleicht gut gegangen, ja? So, aber ich sag jetzt mal, das ist schon was Spezielleres, was wir uns hier getraut haben, ne? Genau. Und wir haben es demokratisch... Ich hab's grau bestellt. Ah, guck mal. 8,8 mm, glaube ich, war ja insgesamt die Höhe, Automatik, Glasboden und trotzdem noch ein, ne, mit dem Rotor eingebaut und allem. Ja, ja. Schon stark. Also auch von dem Gehäuse her selber, was man auf der Messe sehen durfte. Also spätestens da war ich absolut überzeugt von der Uhr. Ich habe sie zwar schon vorher bestellt gehabt, aber auf der Messe, was der Ivo da gezeigt und auch seine Persönlichkeit einfach super. Ja, gut. Allein viele kaufen es ja auch, weil ich sage, weil der Ivo ist so geil, ich unterstütze den. Ne? Ja, ja. Also das einfach so, weil der einfach geil ist. Ne? So. Ja. Der Ben Los, den kennt ihr noch alle, ne? Den Ben hier von... Tino Bender, der hat sich einfach eine Staud geholt, weil er den Ivo so geil fand. Er sagt, ey, der ist so cool, der ist ein so netter Typ, ich kaufe jetzt eine Uhr bei dem. Ich finde den top, ne? So, ja, und der ist ja wirklich so, also der Ivo, wenn man den einmal kennenlernt, super lieber Kerl, ne? Also, wirklich. Also wie gesagt, da nochmal, ich werde demnächst nochmal ein paar andere Bilder von der Uhr zeigen, komplett, wo
wo das Blatt auch im Gehäuse drin ist und alles, also verbaut. Und dann, wie gesagt, werde ich nochmal die Uhr ein bisschen pushen. Macht euch Gedanken. Ich weiß, es ist immer Geld und jetzt sind die ersten Rechnungen bezahlt worden, ne, im Anfang des Jahres. Ich kenne das Problem, Autoversicherung, dies und das. Aber vielleicht hat der eine Bock mal auf ein neues Projekt und will nicht unbedingt Standard immer die anderen Marken nehmen. Vielleicht hat der Bock einfach mal die Uhr zu nehmen. Ne? Genau. Und sie ist nicht zu klein hier, Patekovic. Nein, wenn sie dir zu klein ist vom Armgelenk, auch okay. Aber wie gesagt, wenn jemand bereit ist, 40 mm oder auch 36 mm bei Dayjust zum Beispiel zu tragen, dann ist sie genau dazwischen. Die passt von der Größe. Und noch einmal, es ist eine Dressuhr. Eine sportliche Dressuhr. Die ist mal gerade einen Millimeter kleiner als die 1908 von Mr. T. Und die sah ja, genau, mit 39 Millimeter auch gut nur aus bei ihm. Ja. Eben. Ja. Deswegen. Also, so viel dazu. Luca, jo. Ich habe mal eine Frage noch an dich. Nein. Doch. Wenn du von Projekten sprichst, was ist eigentlich aus unserem Sammelprojekt für die Jacke geworden? Wen hast du denn die Jacke geklaut aus Köln? Oh, der bedankt sich doch die ganze Zeit. Erst heute hat er wieder Stories hochgeladen. Der hat tatsächlich meine geschickt. Ich glaube, der ist bei Nummer 54 oder so. Ja, jetzt. Der hat sehr viele Uhren mittlerweile bekommen und auch sehr viele von der Watch Ragazzi Community. Das schreibt er auch immer rein. Also sehr, sehr cool. Und viele, die aber keinen Account haben auf Instagram. Und Peter, auch dich, Peter sag ich schon, Thomas, auch dich hat er gemeint. Ne? Ja, ich habe ihm ein paar zugeschickt. Ja, er hat dich aber gesucht bei Instagram. Bei Instagram bin ich nicht. Ich bin nur hier bei YouTube. Ja, habe ich ihm auch. Deswegen sage ich ja, er hat dich gesucht und dann hat er mich angeschrieben. Da habe ich gesagt, du, der hat kein Instagram, soweit ich weiß, hat er kein. Ich so, aber siehst du, jetzt passt es ja, dass du da bist. Also er hat sich bedankt und er hat das dann auch hochgeladen. Weil du hattest ja auch dann reingeschrieben irgendwie für dich mit ja, deinen Uhren. Ne? Und das hat er dann mir geschickt auch. Und der hat, wie gesagt, sich bei allen aus der Community bedankt. Und eine Spendenbescheinigung hat, ja. Ja, also deswegen hat alles geklappt. Der kriegt jetzt eine Uhr nach der anderen. Meine ist noch hier, weil er will sie von mir. Ich werde ihm persönlich die geben, wenn ich mal in Köln bin, habe ich ihm gesagt. Und dann näht er die auch an seiner Jacke dran. Ne? Also, ja, mach mal ein Foto. Kannst du mal zeigen. Ja. Oh. Waren ja viele aus der Community, die da gespendet haben. Waren ja an dem Tag, glaube ich, 60 oder 70 Uhren. Ja, auch da wieder Applaus an die Community, ne, muss ich sagen. Also top, dass ihr da so hilfsbereit wart, echt. Ne? Und ganz ehrlich, das sind auch dann Uhren, ne? Ey, das ist ja, es geht ja um den Gag auch. Einfach um, dass er wieder eine Jacke hat, wo er mit rumlaufen kann und auffallen kann. Das war ja so sein Markenzeichen, ne? Und schon bescheuert, dass Leute sowas klauen. Unfassbar, also echt. Manchmal packe ich mich echt aus dem Kopf dann. Was da manchmal passiert, unglaublich. Ja. Ansonsten geile Unboxings heute. Gibt es noch einen? Harry? Ja, nö. Ich bin nochmal zu. Jetzt ist erstmal ausgeglichen. Auch mal genießen, ne? Muss auch mal sein. Aber mich könnte vielleicht. Nee, Spaß. Ah, doch. Wie schon. Nee. Aber Peter hat jetzt schon eine, während wir gequatscht haben, gekauft, oder? Peter, online, hast du das schon? Nee, jetzt noch nicht. Nee. Jetzt doch Also, ich bin kurz davor, so die Staud, aber ja, da muss ich jetzt noch so eine Nacht drüber schlafen und wahrscheinlich dann doch nicht. Alles gut. Ich könnte ja noch eine von meiner Frau runterholen. Ja, dann los. Wo der Luca mir geholfen hat. Ja, komm. Ja? Muss noch einen Moment komm. Warten. So eine machen wir noch. Dann lassen wir ihn mal laufen. Hier, 57, die Uhrzeit 12. Läuft. Guck mal da, die Uhrzeit läuft. Wir gucken uns das jetzt an, das beruhigt so ein bisschen. Und für das Aquatis läuft die wirklich cool. Für das Geld vor allen Dingen, ne? Also muss ich sagen, da habe ich Bock drauf. Da wäre dann interessant, ob das Datum. Die läuft relativ flüssig, ne? Also... Ja, eben. Und ob das Datum funktioniert. Ari, können wir mal umschalten auf 123 TV? So ein bisschen. oder so. Ja, und jetzt muss man dazu sagen, Harry, dass so eine Uhr wir hier nicht häufig in unserem Shop haben, oder? Ja, und der Counter läuft. Nur mehr 10 Stück, nur mehr 8 Stück. Sie sollten jetzt zuschlagen, meine Damen und Herren. Nur mehr 7 Stück. Ja, und die Qualität, Harry, wir haben ja sehr viele Uhren vor Ort gehabt. Und wir können einfach sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Uhr werden Sie in diesem Shop nicht mehr mal eben so kriegen. Deswegen lassen Sie das sein, überlegen Sie nicht zu lange, fragen Sie auch nicht immer Ihre Frau, entscheiden Sie lieber sofort und holen sich jetzt diese wunderschöne GMT Master. Sie passt auch natürlich an jedem Handgelenk. Wahr? Die Klasse. So.
Meine Frau hat immer gesagt, eine Frau, oder ich sage auch gerne meine zukünftige Ex, die sagt immer, man muss mal Mut zur Lücke haben. So, ne? So ist es. Max Schradin, genau. Was ist denn los? Wir suchen ein Wort mit Tisch. Ja, wer ist in der Leitung? Hier ist die Roswitha. Fisch. Ja, ein Wort mit Tisch. Ja, Stuhl. Nein. So. Da ist er. Bin wieder da. Leg ich die mal weg. Oh, also jetzt meine Frau geholt, ja? Auch im Urlaub? Die hat dir so gefallen. Ja, irgendeine Meinung aus der Luca? Ist das die? Oh, jetzt weiß ich welche. Ja, jetzt weiß ich. Keine Ahnung. Jetzt weißt du welche, ne? CPO? Ja. Nein. Ah, okay. Rolex CPO. Nein. Nee, Rolex CPO schaut anders aus. Die... Okay. Breitling. Ich habe nur weiß gehört, deswegen dachte ich. Nein, höher. Noch höher. 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 Lange. Lange nicht mehr so. Höher. Am Band könnt ihr sie nicht erkennen. Mal eben gucken. Moment. Am Band können wir sie nicht entdecken, weil wir ein neues Band dran gemacht haben. Jetzt zeigt er eine ganz andere Marke wahrscheinlich. Pass auf. Ja. Patek. Patek. Genau. Eine Patek. Ja. Genau. Oh, er bricht die Regeln. Mr. T bricht die Wow. Alter Schwede, zeig sie mal. Schau das Blatt. Guckt euch mal die Uhr an. Geil aus. Boah. Also Leute, so eine So, das Band ist wieder, das Band gefiel mir nicht, weil die Uhr lag wohl schon, ich sag mal, etwas länger da und die Bänder von Patek, die werden richtig unansehnlich, wenn die länger da waren. Und dann haben wir bei Satipi noch ein ganz schönes neues Schlangenlederbandarmband dran gemacht mit Schließe. Wow. Ja. Cool. Ja, guck mal, wie perfekt. Ist das die eigene Schließe von Satipi? Ja, der hat ja mehrere Arten von Schließen. Schon auch so Blech. Der hat unwahrscheinliche Mühe damit gemacht. Wir waren heute nochmal zum Nachstellen, da musste der die nochmal aufmachen, weil die zu dick war, hat er die hier auch noch verdünnt. Und also er hat sich da riesige Mühe gemacht. Der ist also ein richtiger Künstler auf seine Art. Das Blatt ist natürlich der Hammer. Ja, mega. Guck mal. Halt ihn mal ein bisschen näher hoch, also höher zur Kamera hin nochmal. Ja. Boah, also mit dem Schlangenleder ist schon mega, ne? Boah, der Schliff sieht aber auch... Ist der Schliff denn extra so gemacht, oder? Ja, die gibt es auch noch in einer anderen Farbe. Die gibt es noch so in einem Weinrot mit dem Blatt. Soweit ich nachgelesen habe, mich hat das dann auch interessiert, ist dieses Band circa 10-mal lackiert. Und dadurch kommt dieser tolle Effekt zustande. Bei der Calatrava. Und... der Witz ist, das ist also auch eine, wo ich gesagt habe, richtig tolle Patek. Also da kannst du stundenlang hingucken, wenn die Sonne drauf scheint. Und da bist du aber auch richtig schon mal direkt fünfstellig unterm Preis, was die Liste kostet, wenn du die im Grobmarkt kaufst. So, das habe ich dir gesagt, ne? Wir hatten ja noch miteinander telefoniert, dass du dann noch runtergehen konntest vom Preis. Ja, ich habe sie, also die Liste war 35 noch was, kostet die Calatrava. Und die war dann, meine Frau hat sie dann bekommen für 10.000 drunter den Preis. Boah. Neu. Mit Papiere, mit der riesen Box dazu. Die habe ich natürlich jetzt nicht. Ja, also da kann ich stundenlang hingucken. Der Blatt ist der absolute Hammer. Welcher Durchmesser ist das? Ich meine 36er. Wow. Stimmt das, Luca? Ja, ich meine 36. Würdest du jetzt nachgucken? Nein, die hat keine 39. Guck mal hier mit dem Mikro-Rotorter. Guck mal. Wunderschön. Gibt es die mit dem Blatt so mit dem Schliff auch ohne die Dialünette? Weiß das jemand? Nein, die ist nur mit. Nein. Okay. Die gibt es in zwei Farben, in dem Weiß-Rot und in diesem Blau. Und in Blau ist die natürlich ein richtiger Hingucker. Ne? Also selbst ich würde sie, hört sich doof an, ne? Ich finde die schon sehr viel mit, aber so mit dem blauen Blatt, ich würde sie auch tragen, ich finde sie geil. Das Blatt ist Hammer. Also so ein Schiff habe ich noch nicht gesehen. Ja.
Ja, wenn man überlegt, was man sonst bei Patek für die Uhren bezahlt und so ein Blatt, ich finde fänd es genauso schön wie dieses, die auf der anderen Seite, weil ich gerne rot trage. Ich habe euch ja die IBC gezeigt mit dem Charré-Blatt oder die Alpen Eagle mit dem Charré-Blatt für den Sommer ist natürlich Hammer. Voll. Also wie gesagt, man kann stundenlang hingucken, das spiegelt sich immer wieder anders. Boah, das ist eine wunderschöne Uhr. Ja. Also die Schlieze, muss ich aber auch sagen, geh mal nochmal zu ihm hin, also ich sage ihm, die gefällt dir jetzt so, ne? Aber ich finde, die Schlieze wird der Uhr nicht gerecht. Also ich finde, der hat noch bessere Schließen, der Moa, musst du mal fragen. Nee, das war schon die da am besten zu passte. Echt jetzt? Okay. Ja, ja, sonst ist das ja, das Band ist ja ganz einfach. Warte mal, ich kann das vielleicht sogar zeigen. Ja, oder man hätte dann nur auf Dornschließe gehen müssen. Das ist ja nur eine Dornschließe dran. Ja, ja, und ja, dann hätte man nur die Dornschließe nehmen müssen. Genau. Also die Uhr war wirklich brandneu, ungetragen. Kann sogar sagen, ich komme aus Monaco. Ist da so ein schöner Nebeneffekt Monaco, dabei. Harry. Eine Monaco-Uhr. Und ich such das mal eben raus. Okay. Aber das Band von Patek, was da dran ist, ich weiß nicht, ob das jetzt rauskommt. Ich muss mal eben aufrufen. So, lass mal eben gucken. War schon nur, dass es dann auf dieser Rolle drauf war, total runzelig. So, normalerweise, ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt, so, man sieht das, ja, man sieht es gut. Da sieht man, so ist schon nach kürzester Zeit, wenn die Uhr mal so 2 Monate oder so auf so einem Ständer gestanden hat, so ist das Blatt schon, ist das Band schon kaputt. Von Patek. Ja, ja, das also sag ich doch, dass die Bänder von Patek scheiße sind. Das habe ich jetzt schon wieder, mehrfach gesagt. Ja. Und das, ne? Und auch vor allem, wenn man überlegt, das in so einer Preisklasse. Hier sieht man auch mal sehr schön den Boden, habe ich nochmal aufgenommen. Solche Bänder mal. Ja, das ist nochmal der Boden von der Uhr. Ja. Genau. Ich weiß es nicht. So, weil es ums Schlafen gehen nochmal was Schönes, wenn man geblendet wird. Da brauchen wir den Blaulichtfilter. Da wollen wir nochmal den Blaulichtfilter. Aber das Blatt ist wirklich einer der geilsten Blätter, die es gibt. Also das ist wirklich geil, das Blatt. Super geil. Ich habe die Original, ich war also auch in Rom, ja, und es ist ein ganz anderes Verhalten. Also man muss mal ganz ehrlich sagen, hier ich sage ja jetzt nichts zur Politik und so weiter. Aber der Unterschied zu Rom ist schon gewaltig. Also ob Audemars Piguet, wir sind da reingegangen. Ich war auch da ganz frech. Ich habe gesagt, in Deutschland kommt man gar nicht ohne Termin richtig rein. Da wurdest du sofort empfangen, du wurdest gelistet bei Audemars. Ich sage, ich möchte natürlich auch Offshore-Modelle gesehen, jede Menge. Hab dann aber gesagt, nee, wenn eine AP, ich habe da so ein bisschen meine Uhr noch gezeigt, wenn eine AP, dann muss es schon die richtige sein, Royal Oak. Und dann ist genauso, sage ich, als wenn ich jetzt als Neukunde bei Rolex reingehe und sage, ich möchte eine Daytona haben, ich weiß, das geht nicht. Aber dann hat man mir jede Menge gezeigt und am Schluss hatte man mir auch noch einen Tourbillon für 200.000 Euro dahingelegt, den ich hätte sofort kaufen können. Mhm. Aber ich sage, nee, danke, das bezahle ich nicht für eine Uhr. Und auch bei Patek kann man sofort rein, allerdings nur in den Vorraum und deshalb komme ich da drauf. Und da war diese Uhr genau ausgestellt, mein Freund hat sie am Arm gehabt und da sagte er direkt, oh, Calatrava. Und er hatte die ausgestellt in dem Weinrot, die glänzt genauso. Ja, und war aber auch nicht zu haben. Also selbst die Calatrava wollten sie auch nicht abgeben. Man fragte dann immer, mal um so abzuschecken, was los ist. Nee, geht nicht. Ist nicht. Aber sonst, überall herzlich willkommen. Man kriegt alles gezeigt, man wird immer bewirtet. Selbst, wie gesagt, bei RP sogar, wurde ich sogar als Neukunde aufgenommen, obwohl ich gar nichts gekauft habe. Fand ich schon stark. Andere Herangehensweise, andere Mentalität auch nochmal, ne? Die konnten das auch gar nicht kapieren, dass so eine Politik in Deutschland herrscht bei AP. Tja. Weil ich habe denen ja auch ganz klar gesagt, die AP-Uhren fallen immer weiter runter, sind immer weniger gefragt. Und da müsst ihr euch mal fragen, wenn ihr so eine Firmenpolitik in Deutschland zum Beispiel betreibt, warum das so ist. Und das haben die auch vollkommen eingesehen, haben die ganz klar gesagt, würde hier nie passieren, sowas.
Naja. Mhm. Wow. Mega. Nee, schön. Danke. Also Glückwunsch an die Frau. Top. Ja. Mega. Schöne Uhr. Echt schön. Ja, du hast mir ja geholfen. Da muss ich mir bei dir noch bedanken. Bei Preisfindung. Gerne, gerne. Ja? Na? Auch das mache ich. Also wenn ihr mal eine Uhr sucht oder findet, auch das in Form einer Schulung, ne, und ihr sagt einfach nur Preisfindung, Preisgefüge, wo muss ich mit rechnen oder was weiß ich, auch das kann man alles besprechen. Ne? Auch da nochmal den Hinweis. Wenn du zu mir kommst, soll ich dir extra einen einschenken. So. Gerne, gerne. Ja, so viel dazu. Ich glaube, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir machen mal hier einen Cut. 2 Stunden, 20 Minuten. War sehr, sehr schön. Und genau, ich denke mal, morgen werde ich streamen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Guck mal in den Stories, wenn was dazwischen kommen sollte, melde ich mich, aber ich denke, es wird klappen. Genau. Ja, nächste Woche Montag fällt ja dann aus, ne? Nächste Woche Montag fällt eventuell aus. Also wenn ich, da bin ich ja in Wien, aber wenn ich da, ich habe ja da Internet, also ich glaube, in Österreich gibt es besseres Internet als in Deutschland. Dann, definitiv. Dann werde ich auf jeden Fall streamen. Ne? Streamen. Das machen wir. Machen wir irgendwie, aber dann jetzt nicht hier. Ich nehme jetzt nicht den PC mit und die Lichtquelle. Das ist schon klar, ne? Also ich. Wie? Ne? Wie? Nicht? Nicht? Ich kenne ein sehr gutes Restaurant, ein sehr ruhiges. Von dort können wir dann streamen. Ja, okay. Ich kenne mit dem goldenen M, ne? So, mit so einem goldenen M. Und dort in der Nähe. Dort in der Nähe. Und dann überall Leute um mich herum und alles laut und dann schon die ersten im Chat. Man hört dich nicht. Tonqualität ist schlecht. Nee, nee, das ist echt ein gutes Restaurant. Ne? Also, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Glückwunsch an alle, die geunboxed haben. Sehr, sehr geil. Echt cool heute wieder. Und danke euch. Ihr Zuschauer wart gut drauf. Ein paar Superchats gab es heute. Da hat man auch gleich gesehen. Ne? Also wenn die Leute aktiv sind, dann gehen auch die Zuschauerzahlen wieder sehr hoch. Also danke nochmal dafür die Aktivität heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Passt auf, bleibt gesund. Und nicht vergessen, gleich refreshen. Daumen hoch und kommentieren noch unterm Stream. Das wäre sehr lieb. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und wegen Österreich meldet ihr euch bitte bei diesem Micho. Herrn hier, Micho, für den Samstag allerdings. Für die anderen Tage könnt ihr euch dann bei mir melden und dann gucken wir, wie wir irgendwie noch wo was machen, dazwischen machen. Genau, dass wir dann da noch die Tage voll kriegen. Dienstag muss ich dann wieder zurück. Dienstagmittag, dann geht's wieder zurück. Also, bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.